Ich grüße dich, liebe Dagmar Neubronner. Es ist sehr schön, dass du meiner Einladung gleich ganz spontan gefolgt bist. Ich freue mich sehr. Ich begrüße dich erstmal, liebe Dagmar. Schön, dass du da bist. Ja, guten Tag, liebe Katharine. Ich freue mich auch, dass wir mal miteinander reden. Gut, und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist wer, weil es kann sein, dass jetzt kommen ja zwei Communities, wenn man diesen blöden englischen Ausdruck überhaupt verwenden will, zusammen. Also nehme ich mal an, viele, die dich kennen, werden mich nicht kennen und viele, die mich kennen, werden vielleicht dich nicht kennen. Das kann zumindest sein. Wir können zumindest nicht selbstverständlich annehmen, denn wir bewegen uns nicht in so ähnlichen Feldern. Ich habe dich wahrgenommen, als du mit dem Alexander Wagand nach Fukushima über Kernkraftwerk gesprochen hast. Das war eigentlich nur so ein kurzes Interview, das fand ich aber sehr spannend damals. Sehr interessant. Dann habe ich dich natürlich mit Joe Konrad, dann also bei Bewusst TV, dann sehr, sehr stark im Fokus gerückt bist du durch die Giuliana Conforto, weil du ja das Sonnenbuch und so weiter, du hast ja da ganz viel publiziert und auch eben Videos rausgebracht. Die habe ich mir alle angeschaut. Du hast das übersetzt und so weiter. So, dann habe ich dich aus den Augen verloren, aber dachte immer, ich will mit dir was machen. Hab den Joe Konrad damals gefragt, ob er mir den Kontakt legen kann. Und irgendwann mal habe ich gedacht, ich kann dich ja auch aus Eigeninitiative anschreiben. Und du hast auch gleich gesagt, du kannst mich einordnen und bist bereit. Und erst jetzt habe ich bei dem Recherchieren gemerkt, du hast einen eigenen Verlag, den Genius Verlag. Machst ganz viele Online-Kurse. Einer ist ja jetzt gerade zu Ende gegangen. Du arbeitest viel mit Kindern. Du arbeitest aber auch viel mit Wissenschaftlern und vor allen Dingen eben der Walter Russell. Und mit dem habe ich mich jetzt dann auch beschäftigt. Ja, so. Und möchtest du jetzt, ach so, muss ich jetzt auch Du musst was. über dich jetzt auch noch was erzählen, denn ich weiß über dich eigentlich nur, dass ich mal ich kriege natürlich ständig irgendwelche Links zugeschickt, ist auch schon ein paar Jahre her. Und da bin ich irgendwie auf ein Video von dir gestoßen, so eine Sendung, die du gemacht hast, eben so in deinem Garten vor der Kamera oder mit deinem Garten im Hintergrund. Und ich dachte, ach, guck mal, die denkt ja auch richtig selber und wow, ja, super Frau. Und habe mir das so abgespeichert, aber natürlich nicht den Namen. Und habe dann erst, als du mich angeschrieben hast, habe ich dann geguckt, ne? Und habe, ach, die ist das, ja, klasse, ja, super. Ja, Ja, aber mehr schön. weiß ich gar nicht, als dass du immer mal wieder dich auch gerade während der Corona-Zeit geäußert hast und ich fand, ja, gut. So. Was machen wir jetzt zuerst? Willst du jetzt zu, weil ich habe ja keine Das war's vollständige. schon, was ich über dich weiß. Jetzt sag mal, was du eigentlich. Okay. Und dann, wenn du noch zu dir noch was dann dazu sagen möchtest, weil ich habe ja nur umrissen, was mir begegnet ist, dann machst du das gerne nachher auch noch. Ja, zu meiner Person, da gibt es eine frühere, ne, so. Eine frühere in einem früheren Leben, die allerdings sich für wahnwitzig gescheit gehalten hat. Also nein, es Scherz. Also ich bin, seit ich denken kann, sozusagen auf der Suche und habe mich immer, das war immer in meinem Fokus. Ob das Astrologie ist, ob das mit 18 schon Wilhelm Reich war, ob mit 14 habe ich Tolstoi gelesen und so. Also ich war, denke ich, nicht normal, was das betrifft. Und habe mein Leben lang mich mit diesen Dingen beschäftigt. Und hätte sicherlich gedacht, mit 55, ich bin gut informiert, sagen wir mal so, ne? Über das Finanzsystem und alles, wusste ich Bescheid. Und mit 55 bin ich rausgeflogen. Mich hat es rauskatapultiert. Nicht ein Nahtoderlebnis im medizinischen Sinn, sondern im emotionalen Sinn. Mein Emotionalkörper ist gestorben. Also das war eine so traumatische Geschichte in einer Partnerschaft. So ein Verrat, der so tief ging, dass ich raus aus dieser Welt geschleudert wurde, beziehungsweise reinkatapultiert wurde in mein Zentrum. Und dann waren 2 Jahre nicht wissen, was eigentlich mit mir geschieht. Und dann habe ich langsam verstanden und habe dann versucht, das in Wörter zu fassen, was ich für mich erkannt habe, weil die ganze Welt war auf einmal nicht mehr gültig. Also es gab meine Kinder, es gab die 2 Katzen, es gab das Haus und der Rest war ungültig und verlogen und nicht wahrhaftig. Das ist die Kurzversion. In meinem früheren Leben war ich Schauspielerin, Journalistin. Ich habe unter anderem über die schwarzen Löcher und über Dimensionen und so weiter berichtet im Rundfunk in Österreich. Also das heißt, ich war schon auf diesen Wegen unterwegs. Ich bin auch Studierte, wie man bei uns in Österreich sagt, Kunstgeschichte, Master, nicht Master of the Universe, sondern Kunstgeschichte. Aber das ist alles nicht wichtig. Ich bin viel gereist, ich habe das alles erlöst, auch ein Leben mit einem Mann an der Seite, wo ich in die VIP-Welt hinein geschnüffelt habe, um zu festzustellen, das ist nicht mein Platz oder zumindest ich kann mich da gut bewegen, aber es ist nicht, wo ich hin will. So, ich glaube, das ist die Kurzgeschichte. Und seit 7 Jahren oder was das jetzt ist, 8 Jahren,
Oder sieben, keine Ahnung, mache ich jetzt diese Videos und gehe da irgendwie durch auf und ab. Manchmal denke ich mir, ich bin neben William Toll und die meistgehassteste im Netz. Also ich bin hier, es ist extrem. Also auch der Joe Conrad hat das erlebt, bei ihm unten drunter, ne, was er da alles an ja, Hetze gegen mich ausgebreitet wurde. Gut, wie ich dazu komme, nicht wichtig, vielleicht weil ich eine 13 bin, die immer alles in Frage stellt und den Schmutz immer nach oben holt und das ist nicht für viele angenehm. So, das war jetzt hoffentlich eine Kurzform. Und Dagmar, was habe ich von dir noch? Du hast mit dem Robin Kaiser auch was gemacht, richtig? Ja, ich habe ihn im Grunde, ich war, glaube ich, eine der ersten, die ihn interviewt hat, und er geht ja jetzt da ganz gut seinen Weg und so. Also was ich bin auch Studierte, also bin Biologin, Diplombiologin ursprünglich, und da bin ich sehr froh, ja, weil dass ich diesen Hintergrund auch habe und da sozusagen mitreden und mitlesen kann und das viele Dinge verstehen kann. Ich habe meine eigenen Söhne, ich habe zwei Söhne, die jetzt Mitte 20 sind und habe die eben ohne Schule sozusagen durch ihre Jugend und Kindheit begleitet. Das war für mich ein wesentlicher Faktor zum Aufwachen, wie man so schön sagt, weil ich vorher zwar auch schon sehr alternativ gesonnen war und in einer Ökosiedlung lebte und so weiter, aber eigentlich sowas wie Schule überhaupt nicht in Frage gestellt habe, ne? Und ja, und damit, dass die Schule für mich dann auf einmal, ich stamme aus einer Lehrerdynastie geradezu, und dass Schule auf einmal für mich in Frage stand, ja, das ist ja ein sehr zentraler Bestandteil unserer Indoktrinierung. Und wenn man das in Frage stellt, dann, ja, das ist es wie bei so einem Pullover, wenn man den Faden dann einmal anfängt, ne, dann ribbelt sich irgendwie so nach und nach immer mehr auf. Und ich habe dann eben in dem Zusammenhang versucht zu verstehen, wenn Schule nicht das ist, was Kinder eigentlich brauchen, um sich zu ihrem vollen Potenzial zu entfalten, was brauchen sie denn dann und wie funktionieren sie überhaupt nicht? Und was nicht ganz richtig ist, ist, ich arbeite nicht viel mit Kindern, ich arbeite viel mit Eltern und mit Lehrern, weil ich glaube, dass diejenigen, die für die Kinder verantwortlich sind und diese Verantwortung auch wirklich übernehmen sollten, das sind die Eltern. Und nicht irgendwelche Experten, die dann an ihren Kindern da rumfummeln, ja, im direkten und übertragenen Sinne. Und deswegen, also mit Kindern selber ich arbeite indirekt, indem ich eben versuche, die Eltern zu begleiten. Und ich habe das Buch von Giuliana Conforto nicht selber übersetzt. So gut ist mein Italienisch nicht. Das geht also nur unwesentlich über Spaghetti hinaus. Aber ich habe es rausgebracht in meinem Verlag, der seit 26 Jahren besteht. Und ich war vorher freie Übersetzerin und Lektorin und habe tatsächlich den Verlag, meinen eigenen Verlag gegründet, weil ich niemanden fand, keinen Verlag fand, der das Werk von Walter Russell herausgeben wollte. Heute weiß ich warum, weil es eben, ich kriege unglaublich intensive Rückmeldungen von insgesamt aber einer überschaubaren Zahl von Menschen. Das ist nicht für jeden was, ne? Es ist anspruchsvoll in gewisser Weise. Und ja gut, aber ich finde es nach wie vor wichtig und es ist ein Teil meines Weges. So, aber ich glaube, das ist jetzt schon, da können wir eigentlich schon fast ein ganz eigenes Video draus machen. Das ist viel zu lange Nee, Vorrede. nee, das ist schön. Und wir suchen ja nach Entsprechungen. Ne? Und ja, ich arbeite nämlich auch nicht mit Kindern. Ich verstehe mich gut mit Kindern, aber ich arbeite nicht mit Kindern. Ich arbeite aber sehr viel mit dem inneren Kind. Ja. Ich habe drei Kinder und das ist immens wichtig. Also ich denke auch, dass ich sie auf eine sehr unorthodoxe Art nicht erzogen, weil von dem Begriff halte ich nicht viel, aber meine Beziehung zu ihnen ist eine sehr unorthodoxe, oder? Nein, sie ist eine wunderschöne, aber die Art, wie ich sie durch das Leben geleitet habe, als Leitbild sozusagen, ist wahrscheinlich nicht üblich, das stelle ich fest. Und ich denke, das sind viele Parallelen. Ob das jetzt mit äußeren Kindern oder mit inneren ist, ich habe das oft gemerkt, das ist wahrscheinlich schon eine Kernkompetenz, weil das nicht viele machen, mit dem inneren Kind arbeiten. Ich mache auch Beratungen, also zuerst so astrologisch und dann tiefer rein. Und da arbeite ich eigentlich meistens mit dem inneren Kind, weil ich feststelle, meistens ist es das innere Kind, das sabotiert in einem, was irgendwie, also die Emotionen, ne?
der emotionale Naja, Körper. das ist, also die innere Kindarbeit ist in meinen Augen jetzt unsere zentrale Aufgabe. Und ich habe, also man sagt immer so schön oder hat früher immer gesagt, das innere Kind. Ich stelle fest, in mir sitzen tausende innere Kinder, die an bestimmten Punkten, wo ich überfordert war, sozusagen festgefroren waren und die ich alle nach und nach wieder einsammle aus diesen, indem ich diese Situation annehme und diesen Kindern zuhöre und sie dann integriere und dadurch selber dann immer vollständiger werde. Aber also ein inneres Kind, das man dann eben, zu dem man eine Beziehung aufbaut und das ist alles gut, das erlebe ich anders. Ich erlebe es wirklich so, es gibt so viele innere Kinder wie traumatisierende Situationen. Und natürlich hauen manche Sachen immer wieder in dieselbe Kerbe, sodass man dann da einen. Aber ist egal. Das ist im Grunde Ja, Nomenklaturdifferenz. das sind nur Benennungen. Also Ja, ich genau. mache auch in meinen Kritzeleien und so mache ich viele Entsprechungen, also mehrere Zugänge. Es ist nicht einer, der eingefroren ist, sondern viele. In meinem letzten Blick habe ich es als habe ich den Wagenlenker, also das eigentliche Selbst, das wahre Selbst als Wagenlenker und als die beiden Gehirnhälften oder die beiden Instanzen habe ich benannt, einerseits das den Emotionalkörper und den Mentalkörper. Und da sehe ich den Emotionalkörper als das innere Kind, also eher kleiner. Und den Mentalkörper als so einen Pubertierenden, der sich obergescheit betrachtet, aber auch eben in der Pubertät ist. Das ist das, was Wagner ja immer sagt, wenn er sagt, wir leben in einer Kindergesellschaft. Also, und der eigentliche Erwachsene ist ja nur der Wagenlenker dahinter, der die beiden einfach gut, wie du sagst, wie in einem Königreich, gut integriert und gut lenkt. Und nur so, und da habe ich noch das Bild gehabt, es gibt so Filme, weißt du, wo der Kutscher so ganz entspannt da hinten schläft und die Zügel liegen so locker. Es gibt ganz weite Strecken, wo du die Zügel überhaupt nicht mal, wo die Pferde nicht mal merken, dass da Zügel sind. Und nur wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt geht's in eine völlig falsche Richtung oder der eine dahin, der andere da, dann ist es mal gut, wenn du mal wieder hier Hand anlegst. Und so sehe ich das im Leben mit meinen Kindern, mit meiner inneren Landschaft. Also so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig. Ich bin da nicht permanent, denn die Pferde werden nicht mehr reagieren oder die Kinder oder wie du das immer nennen willst, wenn du permanent ziehst und noch dazu in verschiedene Richtungen oder. Also, aber das ist jetzt mal nur das innere Kind. Wollen wir uns hinüber bewegen? Bist du soweit oder möchtest du noch über das Kind reden? Ansonsten hätte ich gedacht, lass uns rüberschwenken, weil indem du auch Studierte bist und ich auch Studierte und viele, die uns zuhören, sind es vielleicht auch. Aber wenn nicht, ich halte ja auch viel von Allgemeinbildung. Ich finde, das bringt uns schon weiter. Wenn wir jetzt auf die Schiene rübergehen, ne, und da versuchen, eine Kontinuität reinzukriegen. Nikola Tesla, er war, glaube ich, zeitgleich mit Walter Russell oder kurz davor. Aber er hat mit Walter Russell Kontakt gehabt, wenn ich das richtig verstehe, oder? Ja, Also und er hat sehr viel von ihm gehalten. Walter Russell hat das natürlich immer gerne zitiert, ne, dass Nikola Tesla, bitteschön, zu ihm gesagt hat, also das, was du da hast, das sperr mal für 1000 Jahre in den Tresor, das ist jetzt noch zu früh. Und eine interessante Parallele zwischen Russell und dir sozusagen ist ja dieser Bruch, dass Walter Russell, der ist 1871 geboren, 1963 gestorben und er hat weite Strecken seines Lebens bis zu seinem 54. Lebensjahr, glaube ich, war er eben ein sehr erfolgreicher Maler. Er hat die Präsidentenfamilien porträtiert und war so in der New Yorker. Also wenn er irgendwas machte, dann stand das im Goldenen Blatt so ungefähr, ne? Also gehörte so zu dieser Society, über die man dann so in den Illustrierten las. Und hat auch sehr gut verdient, war sehr vielseitig und so weiter. Und dann hat er eben eine ganz, ganz tiefgreifende, über mehr als 30 Tage dauernde Erfahrung gemacht, wo er im Grunde, obwohl er wach war und in seinem Körper war, seine Wahrnehmungen nicht mehr begrenzt waren durch seine körperlichen Sinne, sondern wo er im Grunde so einen Crashkurs kriegte, so ist das Universum strukturiert und so funktioniert das alles und das sind die wesentlichen Dinge und so. Und seine Familie war damals drauf und dran, ihn in die Klapse zu tun, weil sie dachten, irgendwie so richtig normal kann das ja wohl nicht sein. Und Freunde, die dann zu Rate gezogen wurden, haben dann bestätigt, dass das, was er aufgeschrieben und notiert hat, doch sehr viel Sinn macht, wenn auch sehr ungewöhnlich ist. Und er hat dann von dieser Phase aus, er hat dann Monate gebraucht, um so allmählich wieder im Alltag anzukommen, hat er nur noch versucht, das, was er da verstanden hatte,
irgendwie unter die Menschheit zu bringen. Er hat dann am Anfang ganz naiv das an, er hatte zum Beispiel, egal, er hatte eine grundsätzliche Orientierung erfahren über die Struktur dessen, was wir als das Universum bezeichnen. Und wenn ich das jetzt ganz kurz auf den Punkt bringe, dann sagte er, eigentlich ist das, was die eigentliche Realität ist, das ist quasi die Quelle von all dem, das ist in Ruhe und unbewegt und ohne Zeit und ohne Raum. Und das, was wir als das Universum erleben, ist eine Illusion. Er sprach von einem kosmischen Kino, also die dich eben durch Bewegung zustande kommt. Und heute wissen wir, jedenfalls Quantenphysik wird ja bewusst klein gehalten, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, man weiß eigentlich schon lange, es ist alles Schwingungen und Skalarwellen und all diese Dinge. Und er hat das halt, weil er kein Physiker war, sondern Künstler, er hat das auf seine Art dann ausgedrückt und formuliert. Und das ist in meinen Augen sehr bedeutsam, dass er im Grunde sagte, es ist eigentlich alles, es gibt überhaupt nicht diese Trennung, hier ist die materielle Welt und da ist die geistige Welt. Lass Ja. uns gleich in Ruhe in den Inhalt einsteigen. Ich komme mir Ja. vor, kennst du von François Truffaut, wie haben sie das gemacht, Mr. Hitchcock? Da beschreibt Hitchcock, wie er seine Filme, also zuerst siehst du den Himmel und das Universum, dann die Stadt, dann die Kamera, die immer näher reingeht, dann das Haus, dann das Fenster und dann siehst du den Mann am Fenster, du weißt schon, das Fenster. So, also das heißt, ich gehe gern gleich mit dir in die Räume rein, weil das ist spannend, also spannend, das Wort spannend. Oh, komisch, warum habe ich das immer? Ich höre mich ein Wort sagen. Gleichzeitig merke ich, spannend, will ich jetzt spannend. Also es ist wert, näher untersucht zu werden. Das heißt, ich will gerne mit dir in den Raum reingehen. Wenn wir noch in der Peripherie sind und nach Entsprechungen suchen, fällt mir auf, wenn Tesla zu Russell gesagt hat, du bist zu früh dran. Giordano Bruno, 1600 ist er auf dem Platz da in Rom umgebracht worden, exekutiert worden. Und im Grunde genommen habe ich das Gefühl, dass heute erst verstanden wird, wovon er gesprochen hat. Und das ist viel Ähnlichkeit. Dieses unendliche Universum im Außen, und zwar wirklich unendlich, und das unendliche Universum in uns und wie es einander entspricht, wo wir natürlich auch bei der Giuliana Conforto sind, die da von dem inneren Kern und dem weichen Kern oder der inneren Sonne und der äußeren Sonne, also ob das jetzt alles genau dasselbe, aber es sind Entsprechungen. Und dies ist der Zeit voraus, weil ich habe Giordano Bruno jetzt erst, also ich kannte ihn natürlich, also ich wusste, wer er ist, aber jetzt habe ich mich erst mit seinen Schriften beschäftigt. Ja. Und da ist eine Parallele. Und dann Ja. ist natürlich, ja, wie du sagst, er war Maler, der Russell war Maler. Ich bin ja auch Malerin. Ich habe vor laufender Kamera habe ich gemalt. große monumentale Historienschinken vor laufender Kamera. Aber das ist nur ein Aspekt, das ist ein früheres Leben. Also das mache ich nur, wenn ich Lust und Laune habe. Ansonsten ist das ja sein eigentlicher Auftrag gewesen von Russell. Und wo ich eine Parallele sofort gemerkt habe, wie du hast das, glaube ich, beschrieben, aber ich habe es in mehreren jetzt gehört, wie er ja in eine Art Trance-Zustand von 39 Tagen war, wo das alles zu ihm kam und dass er dann so lange gebraucht hat, um die Wörter zu finden oder nicht nur Wörter, also bei mir ist es ja auch ganz viel, meine komischen Kritzeleien, über die sich manche lustig machen, einfach Symbolik, ne? Dass mir etwas kommt, wie ich es veranschaulichen kann. Und bei mir waren es 2 Jahre, wo ich auch, wieso, das hat mich sehr daran erinnert. Ne? Du merkst, Genau. wie die Welt im Inneren, aber bei mir war es nicht die Welt im Ganzen, das Universum. Ich habe es am eigenen Leib erlebt und mit meiner Kernkompetenz, nämlich die Arbeit mit dem inneren Kind, war das der Anfang, dass ich das veräußert habe. Das heißt also, alles, worüber ich rede, ist das, was ich selbst erfahren habe. Ich rede über nichts, was ich selbst nicht erfahren habe. Und danach kommt erst die Theorie zu mir. Giuliana Conforto, das Buch kam dreimal, das ist oft, das Sonnenkind. Und beim dritten Mal habe ich es dann wirklich durch und dann habe ich gemerkt, wow, sie gibt mir einen Schlüssel in der Hand, um das zu veräußern, was ich instinktiv oder intuitiv oder eben damals in diesen 2 Jahren begriffen habe, was ich aber nicht gut veräußern kann. Also da sehe ich die Entsprechung. Ja, sie hat ja eine ganz interessante Art, Ja. eine ganz interessante Art, also diese holographische Qualität unseres Universums deutlich zu machen, indem sie immer so assoziative Sprünge
vollzieht, wo eben der mentale Teil und der rationale in uns dann denkt, ja, so, Moment mal, was hat denn das jetzt miteinander zu tun und so weiter. Und der andere Teil merkt, ach ja, guck mal, ne, so dieses, also das war auch ein sehr wichtiges Buch für mich, das holographische Universum von, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, aber das war schon in den 70ern, ganz, oder 80ern, eben, dass das Universum, weil du ja auch sagst, innen wie außen, oben wie unten, pipapo. Und das ist ja, wenn eigentlich alles ein Spiel ist und eine Illusion aus Bewegungswellen, wo wir im Grunde auch sehr stark als Schöpfer, als Mitschöpfer eingebunden sind, dann ist es ja auch klar, dass sich das alles entspricht, ne? Und ich finde es so spannend, Walter Russell hat ganz viel Bilder benutzt mit der Technik seiner Zeit, eben das kosmische Kino und so. Und wenn ich jetzt heute David Icke zum Beispiel lese, der bringt dann wieder die Bilder, die unsere Zeit ermöglichen, nämlich ein Computerspiel, eine Matrix, ne? All diese Dinge. Aber im Grunde reden sie über dasselbe, nämlich das, was wir sehen, ist sozusagen das, was unser Gehirn entschlüsselt, damit wir rechtzeitig auf die Seite gehen, wenn der Lastwagen kommt, ne? Oder so. Aber das ist nicht unbedingt das, was das Letzte, was man über die Realität sagen kann. So, Genau. und diese Relativierung der Realität und auch die Relativierung unserer Gefangenschaft in dieser Realität, Ja. das ist etwas, was mich zutiefst interessiert. Denn ich glaube, wenn ich so meine innersten Impulse auf den Punkt bringen soll, was ist eigentlich das, was mir am meisten, am wichtigsten ist, dann hat das was mit Freiheit zu tun. Und die Vorstellung, dass wir hier in einer Matrix rumlaufen und ich kann jetzt hier diesen Schreibtisch nicht hochheben, der ist zu schwer und so weiter und so weiter. Und das ist nur eine Ebene von Wahrnehmung und es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, wo ich ganz viele, ganz andere Sachen machen kann, als nur irgend so einen Schreibtisch hochzuheben. Das hat mich sehr interessiert immer und ich wollte das gerne verstehen. Und ich finde, dieses Bild, was Ike eben sehr strapaziert von dem Computerspiel, ist insofern sehr stimmig, als wenn ich in einem Computerspiel bin und identifiziere mich total mit dem Pixelmännchen, was da drin rumläuft, was selber aus Pixeln ist, das kann seine Umgebung nicht umgestalten. Das kann nur im Rahmen der Programmierung kann es eben wählen, ich wähle jetzt den Weg oder ich besteige das Pferd oder steige ins Auto und jetzt fahre dahin oder ich schlage den tot oder mache es nicht oder so. Aber alles im Rahmen des Programms. Und wenn ich aber ein Bild von mir habe, wo ich nicht nur dieses Pixelmännchen bin, sondern wo ich gleichzeitig auch der bin, der vorm Computer sitzt und seine Erfahrungen macht und vielleicht auch sogar noch ein Teil von der Ebene, wo dieses Spiel programmiert wird oder worden ist, dann ergeben sich ganz andere Perspektiven. Und das ist das, was mich interessiert. Und jetzt hast du ganz Das viel verstehe dazu ich zu gut. sagen. Ich denke, ich hab in meinem letzten und vorletzten Blick, ja, habe ich mache ja immer gerne Grafiken. Und da tue ich jetzt die Giuliana Conforto ein bisschen weiterführen. Und ich denke, das geht sehr gut einher, nach meinem Empfinden, mit dem, was Walter Russell auch sagt. Und ich würde mit David Icke nur ich habe jetzt David Icke früher gehört, jetzt gerade nicht in letzter Zeit. Ich würde nur sagen, die KI-Welt, also ich nehme jetzt nicht so gerne die Technik, weil das einfach dann in die KI-Welt geht. Und die KI-Welt, wenn wir das jetzt uns anschauen, ne, die Giuliana Conforto, ich habe es vereinfacht. Sie sagt es ein bisschen, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass sie sagt, das ist natürlich jetzt das Kuchenstück zu groß. Ich habe es zu groß gemacht. Das ist ein kleines Kuchenstück, weil es sind nur 3%. Sie sagt, 3% nur sind mit unserem Auge sichtbar, sind messbar, sind so. Das ist ja das, was Walter Russell auch sagt, ne? Das ist die Welt, die wir mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen können, die wissenschaftlich messbar ist. Und letztendlich wäre die KI auch in dieser Welt drinnen, weil die KI ist ja auf das rein auf die Materie ausgerichtet, also auf das, was man. Das heißt also, wir sind in diesen 3%. Das Kuchenstück ist zu groß. Das habe ich nicht gut gemacht. So. Und die 97% ist das, was weiße Substanz oder im Universum schwarze Substanz, in unserem Hirn weiße Substanz ist. Terra incognita. Das, was du jetzt gerade, wie hast du es genannt, den magischen Raum oder wie hast du es genannt? Also der Schöpfungsraum, ne? Der Schöpfungsraum auf jeden Fall. Und
Das Auge, normalerweise blicken wir mit dem C-Zentrum, das ist hier in der Zwei gelagert, das C-Zentrum, blicken wir damit mit dem Auge nach draußen und da, das ist unsere Welt, auf die sind wir fixiert. Dahinter im Zentrum ist das dritte Auge sozusagen, das innere Sehen, das wahre Selbst, das natürlich nach hinten auch blickt und mit allem, also 360 Grad. Und hier können, und wenn du jetzt von Schöpfung redest, hier können wir mit der Schöpferkelle aus dem Schöpfungspool eine Portion rausnehmen und da geht es, und das denke ich, hast du auch in einer deiner letzten, ich habe es gehört von dir, dass du gesagt hast, es geht nicht darum, dass wir was Neues erschaffen. Wir sind nicht Gott, der erschafft, sondern wir können mit unserer Schöpferkelle einen Teil daraus sozusagen schöpfen und gestalten und damit aus dem Opfer, ne, Schöpfer, Schöpfer, mit der Schöpferkelle aus dem Opfer rauszukommen, weil wir gestalten können, weil wir verändern können. Also das ist, denke ich mal, wo Walter Russell und Giuliana Conforto und die Turner und wahrscheinlich auch die Neubrunner, oder darf ich das so sagen? Wo sich das trifft, kann man das so sagen? Mit diesem hier Fixierung auf die Materie, auf die 3D-Matrix, auf die Es materielle gibt, Welt. ja, es gibt eine Ebene, wo ich dem zustimmen würde und wo auch Walter Russell eben sagt, Zeit und Raum ist ja auch eine Illusion. Und er vergleicht das mit einer Fliege, die auf einem großen Wagenrad entlang kriecht und dabei einen linearen Ablauf hat und erlebt. Ne? Und für sie sieht das so aus, oh, und jetzt und boah, Aber in Wirklichkeit ist das Ganze die ganze Zeit schon da. Ne? Genau. Und das würde dann zu dem passen, wo du sagst, wir sind keine Schöpfer. Genau, weil das Ganze ist potenziell schon da. Das Ganze ist potenziell schon da, innerhalb der Illusion, innerhalb des Matrix-Universums. Und ich finde, oder der Unterschied zwischen, du hast jetzt gesagt, KI und so weiter, ein Unterschied zwischen David Icke und Walter Russell ist ja, Walter Russell beschreibt dieses Universum, dieses Bewegungsillusionsspiel als das, was sozusagen eigentlich das Reine ist, was wir uns hergestellt haben, um uns eben zu erfahren. Und David Icke sagt ja, wir sind im Grunde in eine Kopie gelockt worden von diesem eigentlichen Spiel. Und diese Kopie wird immer weiter runtergefahren und gehackt, sodass wir im Grunde wie geistige Wesen sind, die in ein Computerspiel gelockt worden sind, indem man dafür sorgt, dass sie total vergessen, dass das nur ein Spiel ist und dass sie eigentlich jederzeit wieder raus könnten, sondern die denken, ach so und die dann nur noch damit beschäftigt sind, da ihre Bohnen zu sammeln oder was immer da in so einem Spiel gemacht werden muss, und gar und total vergessen, dass sie viel mehr sind als nur das, was hier in diesem Körper rumläuft. Und im Rahmen dieses Spiels, solange wir sozusagen darüber nicht hinausgehen, gebe ich dir vollkommen recht, können wir nur das, was schon programmiert ist, an Möglichkeiten, an Wahlmöglichkeiten, können wir eben ausschöpfen. Aber ich möchte eigentlich darüber hinausgehen, denn wenn ich gleichzeitig nicht nur das Pixelmännchen bin, sondern auch derjenige, der sozusagen frei ist, der außerhalb des Spiels ist. Ich habe das wirklich dann bei meinen Söhnen gesehen, wenn die ihre Computerspiele gespielt haben und dann irgendwie, ah, ich bin tot. Ne? So. Und dann habe ich gedacht, ach, guck mal, das ist auch so, müsste man eigentlich mit dem Leben umgehen. Ne? Ach, ich bin tot. Aber nächstes Mal mache ich so und so und so. Ja. Aber man könnte dann auch ein ganz anderes Spiel spielen oder man könnte auch ein anderes Spiel erschaffen selber. Das ist aber eine andere Ebene Ja, das innerhalb. ist eine andere Ebene. Deshalb, Ja, aber das ist eine andere Ebene. Und wir kommen der Sache sehr näher, weil im Grunde genommen, wir haben die einen, die sagen, oh, wir sind Gott, wir können alles. Und wir müssen nur, hatte das nicht einer in dem Interview mit dir sogar gesagt, die kleben sich überall Sachen hin, ich bin göttlich, ich habe eine Million, ich habe eine große Villa, ich habe meinen Idealpartner. Oder war das, ich habe mir zu viel angeschaut, weißt du, das weiß ich dann nicht rede mehr. viel, andere Leute reden viel. Ich Nee, kann das nur war die sagen, was Anke ich gesagt Ewert habe, im aber Gespräch, das war die egal. Anke Ewert im Gespräch mit Robin Kaiser. Sorry, ich habe das jetzt nach dir geschaut. Ach Aber so. auf jeden Fall, weißt du, dieses sich irgendwo hinbeamen, ja? Und das funktioniert meiner Meinung nach gar nicht und ist auch nicht der Sinn der Sache, weil so sind wir überhaupt in diese rüde Kack gekommen, dass wir uns alles Mögliche größenwahnsinnig eingebildet haben und dann, was überhaupt nichts mehr mit der göttlichen Schöpfung zu tun hat. Und ich gehe ja immer nur von dem aus, wo ich jetzt gerade bin, vom Hier und Jetzt.
Also das heißt, also mich interessiert das übrigens nicht mehr. Also meine Wünsche, Sehnsüchte, ich habe keine Wünsche, ich habe keine Sehnsüchte. Ich bin jederzeit glücklich und bin immer erstaunt, was mir alles präsentiert wird, was an Wunder in mein Feld kommt. Also es ist umgekehrt. Aber was du meinst, ist über den Tellerrand hinaus. Und das sehe ich als ein Ausdehnen, weil ich tue ja nicht, ich entferne mich nicht von mir selber, sondern ich dehne mich nur aus. Aber ich glaube, wenn du von der KI sprichst, ich habe mal früher, ja, in früheren Blicken, hatte ich oft dieses Bild, hier ist das eigentliche Sein und hier ist eine Art Wurmfortsatz, ja, wo man uns, das würde jetzt, glaube ich, dem Alk entsprechen, wo ich gesagt habe, da wäre jetzt eigentlich das Sein und man hat uns hier in so einen Rangierbahnhof oder so ein Divertikel, so ein Wurmfortsatz, hinausgelockt. Und Winter. hat dann den Sack zugemacht. Und jetzt hocken da alle drinnen und da werden Bilder eingespielt und dann glauben sie, das ist die Realität. Das hatte ich früher. Ja, so unsere Existenz ist hier an so einem Nippel, ja. Und irgendwann einmal kommt irgendeine Ritze oder keine Ahnung oder ein Schicksalsschlag und du wirst wieder, und dann ist hier, aber das, ich glaube, es ist nicht direkt, sondern da ist ein Durchgang, wenn du verstehst. Ein Übergang. Also ähnlich wie im Geburtskanal. Ein Übergang, ne? Ein Geburtskanal, wo du durchgepresst wirst und dann landest du, und das wären, dies hier wären auf jeden Fall die 97% für mich, also das bleibt der Schöpfungsraum. Also wenn du daraus sprichst, wo das Potenzial ist, für mich ist das Potenzial in den 97%. Dort ist das Potenzial und wenn wir das aktivieren, dann können wir es in die 3% hinein materialisieren, dann können wir es ermöglichen. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist quasi innerhalb der 3% sind dort zwei Welten. Ist dort eine Blase, eine künstliche Blase, die David Icke beschreibt? Und weil eines fällt mir auf, ich weiß nicht, wie es dir geht. Je mehr ich diese 3D-Welt in mir wirklich eher löse oder verabschiede oder wenn dann nur bewusst, also wenn ich zum Supermarkt gehe, ist das eine Entscheidung und meistens schaue ich, dass ich sie 8 Tage lang herausschiebe, wenn ich in den Supermarkt gehe. Ich gehe in kein Kino, seit Covid sowieso nicht mehr. Ich gehe nirgendwo, ich reise ungern, ich reise schon, aber wenn dann mit meinem Schutzschild, das heißt, was mir bewusst ist, ich verbringe meinen Tag in meinem Garten, in meinem Haus, mit lieben Menschen in Kontakt, mache meine Serie, meine Sendungen, bin im Wald mit dem Hund, bin am Bachlauf. Ich bin sozusagen fast 100% meines Daseins nicht in dieser Blase, sondern bin in der Natur, die sehr wohl auch materiell ist, also in einer materialisierten Welt, aber nicht in dieser Blase. Und ich stelle dann fest, ich schaue von draußen drauf, wie die Leute, die Menschen oder was auch immer, die Wesen hier drinnen gefangen sind und frage mich manchmal, was machen die alle da drin? Kannst du mit dem Bild was anfangen? Damit kann ich ganz viel anfangen. Wenn ich dazu oder was ich dazu unbedingt ergänzen möchte, ist, Sie sind ja nicht wirklich in dieser Blase gefangen, sondern Ihr Bewusstsein ist auf die Blase konzentriert. Und Jetzt im mal beim Grunde diese Sehen. Ausweitung, von der du sprichst, also wir müssen ja jetzt nicht irgendwie, du hast es eigentlich so sehr gut gesagt, wir müssen. Also die Aufgabe, um an den Rest ranzukommen, ja, an den Rest von uns, müssen wir ja nur unseren Bewusstseinsfokus ausweiten, und uns eben klar machen, dass wir nicht nur das kleine Pixelmännchen sind, was hier zum Supermarkt geht und dann eben versucht, in den schönen, reichen Bereichen sich aufzuhalten, sondern indem du das tust, konzentrierst du dein Bewusstsein auf das, was dir gefällt und was dir gut tut und was deiner Schwingung entspricht und was dir gut tut. Und das ist eigentlich der Prozess. Das heißt, wir müssen gar nicht mit unserem, also das Pixelmännchen muss jetzt nicht aus dem Computer rausspringen, sondern das Pixelmännchen muss sein Bewusstsein dahingehend erweitern, dass es weiß, ich bin mehr als das, was ich hier rumlaufen sehe, sondern ich bin auch noch gleichzeitig ganz woanders und das ist nur eines der Spiele, die ich spiele und so weiter. Und für mich ist da ein gutes Bild, wenn ich das noch anfügen darf, so wie ich eine Szene in dem ersten Matrix-Film verstehe, soll der Neo ja verhaftet werden und dann kriegt er mit der Post ein Telefon geliefert, ja, und dieses Telefon stellt dann den Kontakt zu Morpheus her, aber für mich ist Morpheus im Grunde der Teil von Neo, der außerhalb dieses Bewusstseinsgefängnisses dieser Matrix ist. Und dann
hat er diesen inneren Kontakt. Das ist für mich wie, wenn wir meditieren und oder irgendwie hinfühlen, was soll ich jetzt tun? Und dann wird ihm genau gesagt, man sieht es als Zuschauer, also kommen schon die Häscher, die Agenten und wollen die verhaften. Und dann sagt Morpheus dann, jetzt stopp. Jetzt mach die Tür auf und geh da durch, jetzt dahin, jetzt dahin, jetzt dahin. Und es klappt alles super, weil der Teil, der außerhalb der Matrix ist, überblickt das alles. Und der Teil, der innerhalb der Matrix ist, wenn er sich führen lässt von dem größeren Teil, kommt super durch, ja. Und dann kommt der Moment, da sagt dann der äußere Teil so, jetzt steig hier aus dem Fenster auf das Baugerüst. Und dann sagt Neo, das kann ich nicht. Und man merkt, er kriegt Angst. Und das finde ich so, gerade wenn du innere Kindarbeit machst, dann weißt du das ja, das finde ich so super in dem Film gemacht. In dem Moment, wo er Angst kriegt, fällt ihm das Handy runter. Der Kontakt zu dem Teil außerhalb der Matrix ist weg. Er ist dann nur noch ein gehetztes Wild und dann wird er verhaftet und dann geht der Film weiter. Aber das ist sozusagen, Wow. das ist für mich die Essenz dessen, was wir tun müssen, diesen Kontakt herstellen und uns von dem führen lassen, auch wenn Neo natürlich nicht, was er braucht, ist Vertrauen. Er kann das nicht beweisen, dass das jetzt stimmt, was diese Stimme da sagt, diese innere, ne? Ja, super. Das ist ja genau wie Harrison Ford in Indiana Jones, wo er den Leap of Faith machen muss, diesen Vertrauensschritt, wo ihm gesagt wird, mache den Schritt hinaus aus dem Turm und er macht den Schritt ins Nichts und von unten kommt eine Planke hoch und so stürzt er nicht in den Abgrund. Er kann es nicht wissen. Das ist super. Also gut, dass du mir noch eine andere Szene, weil ich hatte immer nur Harry Potter irgendwie, wie der aus der Zukunft kommt und ihn führt. Aber das sind viele Bilder. Aber weißt du, Dagmar, nur so als Kleinigkeit. Ich habe als erstes, also habe ich immer wieder erzählt, mein Sohn, ne, der kam mit 16, hat gesagt, er möchte das Wort müssen eliminieren. Er findet das total beknackt. Und ich habe ihn so angeschaut und ich habe mir das überlegt und dann habe ich gesagt, du, ich bin ganz bei dir. Warum? Nicht aus einer moralischen Sicht, weil wir können sagen, was wir wollen, sondern die Frage ist, was spielen wir ein, ne? Auditiv. Und wenn unsere Kleinen, ja, wenn die kleinen Kinder hören müssen, dann gehen die gleich in die Verweigerung. Also wenn wir sagen, du musst das und das machen und du musst das und das darfst du auf keinen Fall machen und das musst du machen, dann gehen die Kinder gleich in die Verweigerung. Deswegen habe ich mir das Wort müssen abgewöhnt, weil ich sage, müssen tue ich gar nichts. Aber wenn ich Lust habe, kann ich. Und irgendwie einfach, na, so stattdessen, du kannst oder wenn du möchtest, dann kannst du. Das ist, dann ist eine Freiwilligkeit und dann sind die kleinen Kinder gleich mit an Bord. Aber darf ich nur veranschaulichen, Dagmar, weil das, was du jetzt beschrieben hast, ist im Grunde genommen, das war der Inhalt meines letzten Blickes, den ich jetzt nicht wiederhole, um Gottes Willen, sondern du redest von einem Auge. Hier vorne haben wir ganz vorne haben wir ja nur, was uns in unserem Blickfeld ist, ne? Dieser starre Blick nach vor, Kaninchen oder Schlange, je nachdem, ne? Das ist das äußere Auge. Und hier haben wir das Sehzentrum, von dem hast du jetzt gerade gesprochen, ne? Das Sehzentrum, was aber auch immer nur das, was reingespielt ist, wiedergeben kann, weil was nicht im Gehirn eingespielt ist, können wir auch nicht sehen. Ne? Es gibt Dinge, die können gewisse Naturvölker gar nicht sehen, weil die da nicht eingespielt sind. Also auch das ist begrenzt, ne? Dieses Feld. Und dann haben wir das dritte Auge sozusagen, das ist ein Rundumauge. Sprich, das ist das Allsehend, also das Blick 360 Grad. Ne? Das ist ja das, worüber du gerade gesprochen hast. Ich habe nur lieber, dass es in uns ist. Natürlich ist es nach oben verbunden, nach oben mit ne? Und nach unten mit dem Herzen verbunden. Also es ist nicht hier irgendwie isoliert, sondern es ist komplett verbunden. Aber es hat diese Fähigkeit des 360-Grad-Blickes, wo es alles überblickt. Und ja, ich bin ganz deiner Meinung, das Computerspiel ist hier in einer ganz, ganz kleinen, begrenzten Ding, ne, wo sich das abspielt. Die ganze Materie, wie sie materialisiert ist, denke ich, ist weiter, weil hier haben wir ja auch die Natur. Wir sehen ja auch die Berge und die Vögel und die sind nicht Teil der 3D-Matrix und wir können sie trotzdem mit unseren Sinnen sehen und fühlen und riechen. Das heißt also, das ist ein bisschen größer, also wenn wir das eng eingestellte von hier, das Gefängnis, das Gedankengefängnis, wie man das Konditionierte, wenn wir das geschafft haben aufzulösen und uns hier zu verbinden, dann sehen wir erst die ganze Schönheit der Natur. Das war das Erste, was ich damals gemerkt habe. Ich mag das Wort Aufwachen nicht, aber wenn überhaupt, dann war die Vögel haben, ich habe auf einmal die Vögel singen hören und den Bach rauschen hören. Weißt du, das habe ich vorher nicht so intensiv. Das war alles wie so, ja. Und seither, ich bin ja immer damit verbunden. Also diese Sichtweise kann ich mir gar nicht mehr antrainieren. Das geht gar nicht mehr. Also über die kann ich zwar erkennen, auch wenn andere da drin sind, dann kann ich schmunzeln oder damit umgehen oder wie auch immer.
Aber ich kann da nicht mehr rein, das geht gar nicht. Also na, ich denke, das ist wahrscheinlich, was die Leute Aufwachen nennen. Aber im Grunde genommen haben wir es hier mit 360 Grad zu tun. Nur wenn wir nur hier wären, dann wären wir ja wahrscheinlich schon irgendwie, dann wären wir nicht materialisiert. Also von daher ist ja das nicht dieses Erleuchtetsein, wovon alle reden, ehrlich gesagt, das stelle ich mir gar nicht so toll vor, weil dann bin ich ja irgendwo. Ne? Ich genieße es sehr. Hier irdisch, aber ich bin halt nicht in dem Gefängnis drinnen. Nur 3D war halt, Entschuldigung, Covid war eine Herausforderung, weil da wollten sie dich ja mit allen Mitteln hier reinpressen. Und da wurde es an der Grenze schon ziemlich eng, weil sie na, da tatsächlich irgendwie alles beherrschen wollten, ne? Die ganze Natur und den Menschen und wie auch immer. Das versuchen sie. Aber von hierher haben sie keine Möglichkeit, dich wieder in dieses Gefängnis zu stopfen. Das geht gar nicht, ne? Also. Dass sie es überhaupt bei vielen Menschen geschafft haben, hängt ja mit unserer Konditionierung zusammen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mit Eltern arbeite, damit sie mit ihren Kindern anders umgehen. Ich habe da immer das Bild, wie man das bei Elefanten macht, wenn man eben den kleinen Elefanten, das Elefantenbaby, mit einem Sisalstrick festbindet, ja, und er macht als Baby die Erfahrung, komme ich nicht gegen an, ja. Dann kann man diesen Elefanten auch noch, wenn er 5 Tonnen schwer ist und ganz erwachsen ist, mit demselben Sisalstrick anbinden. Und er versucht überhaupt nicht, sich zu befreien, weil die Erfahrung, dass es nicht geht, so massiv in ihm drin sitzt. Und nur wenn er mal irgendwie in Panik ist und aus Versehen mal seine ganze Kraft einsetzt, aber dann ist er in Panik und kann das im Grunde auch nicht richtig nutzen. Und ich denke, das ist ja auch das, was dein Sohn meinte, dass er dieses Müssen eliminieren muss, möchte. Ich höre da immer von Jutta Welle, mit der ich ja sehr verbunden bin. Sie sagt, ja, das stimmt alles mit dem, ich muss nicht, ich bin frei und so. Aber, sagt sie, es gibt auch eine Ebene, wenn ich aufs Klo gehe und will mir nicht in die Hose kacken, dann muss ich die Hose runterziehen. Ich bin frei, das nicht zu machen. Und dann passiert eben was passiert. Also aber es gibt bestimmte Zusammenhänge, um die ich wissen sollte. Und ich kann dann immer noch tun, was ich will. Aber wenn ich mir nicht in die Hose kacken will, muss ich sie runterziehen, ja? So. Und das ist ein Müssen, wo ich auch gesund finde, es anzuerkennen, weil es uns ja auch hilft, hier uns zu orientieren in dem, was wir eigentlich wollen. Du hast jetzt gesagt, du hast gar keine Wünsche mehr, sondern nimmst nur so entgegen, was da ist. Das geht mir anders. Ich hab's wunderschön und hab auch sehr vieles, worüber ich mich freue. Aber ich habe ständig neue Ideen und Wünsche und ehrlich gesagt glaube ich das bei dir auch. Aber nicht im Sinne von, oh, das muss ich unbedingt haben, sonst bin ich unglücklich, sondern im Sinne von, ja, das könnten wir doch jetzt nochmal machen, ne? So, also, Ah, und okay. das finde ich auch in Ordnung. Wir haben jetzt ganz viel zusammen, was ich gerne. Also, okay, du bist jetzt nämlich zwischen einem Wunsch, etwas zu tun, na, wobei ich immer sage, es ist der weibliche Weg ist passiv-aktiv, also nicht wie früher, na, Aktivität und Übersprungshandlung und machen und tun, sondern entspannt, und aus der Entspannung kommt aus dem Pool heraus ein Impuls, aus dem theoretischen ruhenden Potenzial kommt ein Impuls, ein Feuerfunke, ein Impuls kommt zu mir, und ja, da hast du recht, und dann kommt der Wunsch, einen Blick zu machen, eine Sendung mit Dagmar Neubronner zu machen oder was auch immer, oder im Garten eine Rose zu pflanzen. So, genau. Das ist aber für mich etwas anderes, weil da geht es nicht um etwas, was ich haben möchte, was ich besitzen möchte. Für mich ist Haben und Besitzen hier beschränkt. Da müssen wir gieren. Das ist dieses System hier. Ich muss gieren, ich muss es haben, Ja gut, ich muss die Kuh darüber haben melken, wir uns jetzt ich muss da was missverstanden, weil rausziehen, Bruttosozialprodukt, ich muss es ausbeuten, ausbeuten. So, genau. Und du redest aber davon, den Wunsch, etwas umzusetzen, den Wunsch, einen Unterschied zu machen, das ist etwas zu gestalten. Also gut, das ist dann sind wir etwas. da wieder. Das ist Nomenklatur. Das ist ja das Problem. Das ist auch das Problem, was Walter Russell hatte. Unsere Worte, unsere Sprache, vor allem jetzt, wo auch die deutsche Sprache viel von ihrem Potenzial sozusagen schon verloren hat.
ist so missverständlich, weil sie so darauf fixiert, sie ist im Grunde gar nicht dafür geeignet, in ihrem jetzigen Zustand über diese Dinge zu reden. Ja, wir können über Butter und Schinken und Bratwurst reden, und über körperliche Dinge, aber darüber, wie das eigentlich ist, dafür gibt es im Grunde keine Worte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ein Buch von einem Herrn Abbott, Abbott, einem englischen Autoren, schon über 100 Jahre alt, 1899, glaube ich. Flatland heißt das. Und das handelt von einem Professor in einer zweidimensionalen Welt, Flatland, ne? Und der dann eine mystische Begegnung hat mit einer Wesenheit, die ihre Länge, man kann die anderen natürlich dann in einer flachen, zweidimensionalen Welt nur über ihre Länge wahrnehmen und einordnen. Und diese Wesenheit hat eine variable Länge, ganz komisch. Jedenfalls, das ist eben eine Kugel und nimmt diesen Professor mit in diese dritte Dimension. Und dann kann er auf einmal von oben in sein ganzes Land reingucken und also Wahnsinn. Und er sagt dann ganz begeistert zu dieser Kugel, und das liebe ich an diesem Buch, sagt dann, ach, das ist so, ist das, es gibt also ganz viele Dimensionen und nach dieser, wo du jetzt bist, nach der dritten, gibt es noch mehr und so. Und dann wird die Kugel sauer und sagt, nein, außerhalb der dritten, das ist die höchste und schmeißt sie wieder runter. Und dann versucht er, das seinen Mitbürgern zu erläutern, was er erfahren hat. Und die Folge ist, er landet zuerst im Gefängnis und dann in der Klapse. Man kann es nicht verstehen, ne? Und deswegen ist auch unser Versuch, uns zu verständigen, eben ehrenwert. Und ich hoffe, alle haben was davon. Aber eigentlich versuchen wir telepathisch uns auszutauschen. Und die Worte sind irgendwie so unsere Hilfsmittel. Und wir schieben uns so die Bilder rüber. Und ich finde das auch spannend. Anders geht es jetzt im Moment eben nicht. Aber eigentlich sind die Worte eben, ja, musst du immer genau gucken, was hängt bei dir hinter dem Begriff und was hängt bei mir, so wie es jetzt mit dem Wunsch uns gegangen ist, ne? Ja, ich bin ja da ein Fan davon, dass ich, während ich rede, merke ich, dass ich schon präzisiere. Ne? Ich höre selber, ich höre, wie ich etwas sage und dann merke ich, nee, das stimmt nicht. Und dann präzisiere ich es. Und du hast jetzt davon gesprochen, von wegen die Notwendigkeit. Das ist für mich eine Notwendigkeit. Wenn ich denn, zumindest in unserer heutigen Zeit, aufs Klo gehen will, muss ich die Hose runterziehen. Das war früher nicht so. Ob wir also unserem Unterbewussten, ich rede ja im Austausch, ja. Die Sprache ist ja auch, wie wir hören, das kleine Kind hört uns den ganzen Tag zu, ja, wie wir reden. Das heißt, wenn ich sage, du musst das und das machen, das ist ein Befehl, das ist ein Befehl an Absolut, das ja. Kind. Und Da wenn bin das ich Kind ganz immer bei hört, du dir. musst jetzt aber gefälligst erleuchtet sein und du musst jetzt da drüber stehen, das ist der springende Punkt. Nicht Absolut. schauen, was ist, ja, das Kind fühlt sich klein wie ein Häufchen in Elend und möchte eigentlich nur heulen und sich in der Ecke verkriechen und dann heißt es, du musst aber jetzt erleuchtet sein und da drüber stehen und da jetzt mal, na, so souverän sein und so und du musst. Ja, dann kommt es in den Widerstand. Das andere ist etwas völlig anderes. Also auf Klo zu gehen und um die Not zu wenden, das ist nämlich eine andere Art von Müssen. Wenn es ein Naturgesetz ist, dass etwas muss, das Baby muss raus, auf welche Art auch immer, entweder ist es abgestorben oder als Blutglinsel oder durch die Geburt oder durch einen Kaiserschnitt, aber irgendwie muss Baby raus. Das ist eine Notwendigkeit, ein Naturgesetz, um die Not zu wenden. Wenn nicht, dann stirbt es ab und dann wird es toxisch. Das ist für mich eine völlig andere, also dazu sage ich dann gerne, es ist notwendig, um die Not zu wenden. Aber okay, da würde der Begriff müssen ja das ist dann alternativlos. Da gebe ich dir recht, aber im täglichen Sprachgebrauch Absolut. sage ich nicht so schnell, du musst, weil wer ist denn du? Das kleine Kind meint immer, es ist gemeint, ne? Oh, es muss und dann kommt es gleich in den Widerstand. Aber zu dem, was du da mit dem Buch beschrieben hast, das finde ich sehr spannend. Weil die Frage ist ja, ich habe jetzt hier aus dem inneren Auge rausgeblickt, ja, habe ich es beschrieben. Aber das, was du jetzt beschreibst in dem Buch, ist ja hier das Manschgal, ne? Das Manschgal, das irgendwie hier einen schwarzen Punkt erstmal sieht. Und das ist ja das, was wir erst einmal als schwarzes Loch oder schwarze Materie oder was auch immer, ne? Das kennen wir nicht und dann heißt es gleich, oh, das ist leer, da ist nichts drin, da ist nichts, Vakuum oder so. Meine Erfahrung von diesen 2 Jahren ist, was ist passiert? Ich bin hier aus meinem Sein rauskatapultiert worden und bin hier reinkatapultiert worden. Auf einmal war ich im schwarzen Loch. Das ist ähnlich beschrieben wie in deinem Buch. Du bist hier drinnen und wenn du hier drinnen bist, stellst du auf einmal fest, es ist überhaupt nicht schwarz. Da ist Licht. Da ist Licht und da ist vielleicht nur ein Funke oder ein kleines Pünktchen, aber es ist Licht drinnen und es ist Vakuum und
dann fängst du an, dort drinnen es von innen zu beleben, dich auszudehnen, es immer mehr zu durchlichten. Man kann auch sagen, das ist unsere Existenz, ne? Dass aus diesem schwarzen Loch sich immer mehr herauszuquälen, herauszuarbeiten, ne? Und dann wird es belebt. Und dann merkst du auf einmal, also darüber gingen dann ganz viele meiner Blicke, aus diesem Vakuum wird alles geboren, aus dieser Nullpunktenergie, aus diesem Nichts wird alles geboren. Und das Mandschgal, was hier den ganzen Tag irgendwie, ich sage immer wie ein wichsender Affe, aber das liegt daran, weil mir das einfach so lächerlich erschien, weißt du, das frühere Männchen, was den ganzen Tag in dieser Matrix, in diesem Hamsterrad herum und irgendwie immer nur um sich selbst kreisen. Ich war ja da rauskatapultiert und war hier drinnen und von hier erschien mir das lächerlich, was diese Mandschgal hier aufführen, wie die kleinen Affen den ganzen Tag irgendwie wie Thanatos war das, oder? Der den Stein immer von einem, der hat doch den Stein immer, nee, das war der Sisyphus, der Stein immer wieder nach unten und wieder nach oben. Und das ist eigentlich, die Menschen machen nichts anders, wie permanent ein Problem von links nach rechts, ein Stein von links nach rechts. Also irgendwie, also völlig sinnentleert. Und das ist eigentlich dein Buch, wenn ich es jetzt so richtig verstehe, so würde ich es beschreiben. Das Buch, von dem ich erzählt habe, Flatland. Ja, also genau. Es ist immer, ja, absolut. Ich habe gestern mit einer Freundin zusammen den Film Die Götter müssen verrückt sein geguckt. Der ist schon aus den 70ern, uralter Film. Und da wird ja sehr schön das Leben der Buschleute beschrieben, die eben vollkommen in dieser Ordnung drin sind und die nichts müssen. Und dann wird dem eben unsere Zivilisation gegenübergestellt. Und je älter dieser Film wird, umso klarer wird es eigentlich und umso klarer wird auch, dass wir mit etwas infiziert sind. Eben, es geht ja um unsere Bewusstseinsinhalte. Wir glauben ja, wir müssten morgens zur Arbeit und wir müssten dies und müssten das, ne? Was dein Sohn so schön in Frage gestellt hat. Und er hat natürlich recht, man muss überhaupt nichts, ne? Sondern wir sind hierher gekommen, um uns zu erfahren, um etwas zu tun oder zu erleben oder was auch immer. Und das finde ich so wichtig bei der Arbeit, gerade jetzt mit den Eltern oder mit den Kindern dann indirekt. Das, was wir hier vorhaben, ist einzigartig für jeden von uns. Man kann überhaupt nicht sagen, wir sind hier sondern das muss jeder für sich selber rausfinden, weil jeder von uns einzigartig an einem bestimmten Ort ist und also ne, etwas tun und erfahren will, was genau zu ihm selber gerade passt. Und da komme ich wieder bei Roger Russell an, der ja die Elemente unseres physischen Universums gesehen hat als im Grunde Entwicklungsstufen oder Alterungsphasen von Licht, also von Schwingung. Und er hat gesagt, jetzt Silizium ganz hart und Kohlenstoff, Diamant, härteste Stoff überhaupt und so, ist eben eine bestimmte Entwicklungsstufe von Licht. Und die radioaktiven Elemente, das sind sozusagen ältere Entwicklungsstufen, die schon so ein bisschen anfangen, sich aufzulösen. Und man kann jetzt überhaupt das nicht miteinander vergleichen. Und so ist es bei uns Menschen eben auch. Und damit hört nämlich auch dieses ganze, mein Kind soll mal später den Metzgerladen übernehmen und deswegen muss es das und das und das jetzt lernen oder so. Das hört damit auf, wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass jeder von uns eine einzigartige Aufgabe hat, dann können wir uns zwar gegenseitig dabei begleiten und unterstützen und austauschen, wie jeder von uns seinen eigenen Weg geht, aber es gibt niemanden, der sagen kann, hier, ich habe die Autobahn gefunden, hier müssen wir jetzt alle lang. Das stimmt einfach nicht, weil jeder von uns einen eigenen Weg hat, ne? Das hast du ja auch im Gespräch mit deiner Freundin Bell, das habe ich mir ja angehört. Und sie sagt etwas natürlich mit anderen Worten als ich, aber da habe ich das sehr stark wiedergefunden. Ne? Wie du sagst, jeder ist wichtig, jeder ist für sich im Zentrum, der Meister im Zentrum, ne? Jeder für sich. Ich habe das immer beschrieben mit dem, dass ich gesagt habe, jeder ist sein eigener Artus, denn nur Artus kann das Schwert aus dem Stein rausziehen. Und Genau. das trifft für jeden zu. Was jetzt seine Aufgabe ist, das kann nur jeder für sich. Und wenn du das mit der Welt beschreibst oder mit den Galaxien, das erinnert mich wieder daran, weil das ist eine Entwicklung aus der vollkommenen Verdichtung in die
Belichtung sich hinaus ausdehnen. Natürlich, wenn es dann extrem ausgedehnt ist, geht es wieder in die Verdichtung, das ist gar Das keine ist dieses Frage. Pulsieren. Genau, es ist pulsierend oder beziehungsweise Walter Russell nennt es ja auch zwei gegenläufige. Man kann es jetzt wie die Doppelhelix, die habe ich doch irgendwo hier. Man kann es ja wie die Doppelhelix sehen. Ne? Das, so beschreibt er das, glaube ich, ne? Als zwei Energieflüsse. Und das gefällt mir natürlich hier, denn das eine ist ja, wenn ich beschreibe, mich hat es ins dunkle Loch hineinkatapultiert und von da aus habe ich mich dann sozusagen hinausgedehnt. Und von der anderen Seite kommt. Ja, nicht von der Zukunft, weil die gibt es ja gar nicht, aber von meinem höheren Selbst oder vom Universum oder vom Göttlichen kommt der andere Fluss und holt mich ab. Und das ist das, was ich immer mit Leonardo da Vinci's, nee, Michelangelo beschreibe, wenn er in der Sixtinischen Kapelle, da wo sich die beiden die Hand geben. Ne? Oder Leibniz sagt ja auch, tu du das Deine und dann tut Gott das Seine. Also du tust, du dehnst dich aus und machst, was dir möglich ist. Du gibst immer dein Bestes. Und dann kommt das Göttliche von der anderen Seite und holt dich ab. Und ich weiß einfach mittlerweile, ich weiß 24 Stunden am Tag. Ich weiß, also jeder Tag ist für mich eine neue Schöpfung. Und ich weiß an jedem Schöpfungstag, ich bin aufgehoben, aufgehoben, eingebettet in diesem Schöpfungsraum. Ich bin da drin aufgehoben und ich bin geführt. Und deswegen habe ich weil das mit dem Willen ist für mich so eine Geschichte. Der Mensch hatte seinen freien Willen innerhalb dieser kleinen Spektrums, hat da allen möglichen Furz und Blödsinn angestellt. Und da fällt für mich schon auch die KI, also nicht nur, aber hauptsächlich, ich meine, die kann vielleicht auch was Gutes, wenn sie dient, wieder Verstand, ne? Kann sie, wenn sie dient, vielleicht was Gutes, aber nicht, wenn sie in die Führung geht. Und dieses Wissen, dass ich immer aufgehoben bin und deswegen mag ich gar nicht jetzt, weißt du, ich sag dein Wille geschehe, weil was soll ich, ich habe mir allen möglichen Blödsinn in meinem Leben ausgedacht, was ich mir eingebildet habe, bis hin zu dem falschen Partner und was, oder falsch, es gibt eh kein falsch, aber halt, Du ja, hast schon dann bin ich überhaupt halt viel in der, gelernt durch den. genau, dann bin ich halt in der Rüde Kack gelandet, verstehst? Nur brauche ich das heute noch? Nein, heute brauche ich das nicht mehr. Jetzt sage ich gleich von vornherein, dein Wille geschehe, ich bin offen, komme zu mir und begatte mich, du fruchtbarer Impuls. Es gibt ja auch einen sehr bekannten Österreicher, der mit diesem Wirbel- und Gegenwirbelprinzip ganz viel Schauberger. gemacht hat, Schauberger, genau. Und was ich liebe ja dieses Bild, wie er das entdeckt hat, eben mit der Forelle, ne? Dass die Forelle, er hat dann in diesem Gebirgbach, der mit einem ziemlichen Wumm der Wirbel nach unten läuft. Die Forelle ist da ganz regungslos. Und wenn man sie erschreckt, dann macht sie eine kleine Bewegung und dann schießt sie Strom aufwärts, wo man denkt, ja, Strom aufwärts, um Gottes Willen, geht doch viel schneller mit dem Strom. Aber sie geht in den Gegenwirbel und der Gegenwirbel ist eben in die andere Richtung. Und ganz genau, ich habe das auch bei mir im Das Fenster ist hängen. dieser Das habe Film ich auch Lachsfischen im geschummelt. Jemen. Kennst du den Lachsfischen im Jemen? Da geht es auch darum, dass die Lachs, die Lach, die, das ist ein amerikanischer Film, aber die Lachse schwimmen gegen den Strom. Ganz genau. Und sie schwimmen nicht gegen den Strom, sondern sie nutzen die Tatsache von Wirbel und Gegenwirbel. Und ich denke, es ist auch kein Zufall, dass wir alle zur Schule gehen sollen und dass wir in der Schule ganz einseitig nur den einen Wirbel sozusagen trainieren und nur rational und es muss so und so und du musst das so und so rechnen und am Ende musst du es noch in einem Satz aufschreiben und das Ergebnis doppelt unterstreichen und sonst, wenn du den falschen Weg rechnest, geht es gar nicht. Und ich habe das Gefühl, es gibt ja Kinder, die sehen Farben und wissen dann die Antwort einfach, weil das ist irgendwie eine orangene 3 und dahinter eine grüne 7 und deswegen es muss die Antwort 37 sein und das stimmt, aber das gilt nicht, sondern sie müssen es das ist ja die linke Hirnhälfte, mit diesem rationalen Teil. Und dieses Intuitive, die Verbindung zu Morpheus mit dem Telefon oder zum höheren Selbst oder zu dem Teil außerhalb dieser Begrenzung durch unsere Sinne, der wird eben nicht trainiert und unsere Aufmerksamkeit wird immer nur auf den anderen Teil gerichtet. Und was wir jetzt alle machen, in meinen Augen und diejenigen, die jetzt so in unserer Altersklasse sind, wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Konditionierung mühsam wieder aufzulösen und freizulegen, was wir eigentlich können. Und aus diesem, ich muss arbeiten und ich darf dies nicht und das nicht und jenes. Und Eigenlob stinkt und so, uns wieder raus zu bewegen. Und in meinen Augen ist unsere Aufgabe in diesem scheinbar linearen Ablauf, wir wissen, es gibt eigentlich keine Zeit, aber das ist auch wieder wie mit dem Computerspiel,
innerhalb des Spiels gibt es die Zeit. Und wenn du eine Viertelsekunde zu spät losballerst, dann bist du tot, ne? Aber auch, aber das ist die Zeit innerhalb des Spiels. Und wenn du das Spiel weglegst oder die CD, gab es ja früher da noch, dann ist diese Zeit nicht relevant. Und deswegen gibt es da verschiedene Ebenen. Aber wir haben eben jetzt innerhalb des Spiels, wenn wir die Aufgabe, und das ist jedenfalls mein Ding, so, mein Impuls ist, ich bin in dieses Spiel eingetaucht, habe diesen ganzen Schmodder hier erfahren und erlebt und versuche jetzt, während ich hier rumlaufe und im Supermarkt da irgendwie mich durchkämpfe, versuche ich, mich zu erinnern, wer ich außerdem noch bin. Und das heißt nicht ohne meinen Körper. Mein Körper ist für mich das kristalline Zentrum meiner Aufmerksamkeit hier, aber ich bin eben noch viel mehr. Und das ist der Witz. Und das ist das, was auch die KI uns mit aller Gewalt vergessen machen wollen. Und für mich ist KI ein absolut hilfloser Versuch, dieses Unglaubliche, was wir sind, diesen Schöpfungsfunken nachzubauen, ne? Ich habe neulich erst gelernt, das wusste ich gar nicht. Es gibt doch diese Schachcomputer. Und inzwischen gibt es ja Schachcomputer, die besiegen jeden menschlichen Spieler, bla bla bla. Und ich dachte immer, boah, naja, die rechnen halt und so. Aber jetzt habe ich erfahren, was die eigentlich rechnen. Und zwar haben sie alle Spielzüge aller Spiele, die jemals dokumentiert worden sind und die von Menschen gemacht worden sind, in sich eingespeichert. Und die rechnen sie alle durch. Das heißt, da ist nicht der geringste Funken an Inspiration. Es ist nur eine sture Abzählarbeit. Und zählen können sie eben sehr gut und sehr schnell. Und das hat mir nochmal klar gemacht, wie bescheuert das eigentlich ist, dass wir glauben, eine KI könne jemals uns verbessern oder ersetzen. Das Einzige, was sie kann, ist, wenn wir es zulassen, dass sie so stark wird, dass sie uns umbringt, weil sie nämlich genau weiß, dass wir dass wir eine Bedrohung sind, wenn wir nicht irgendwann merken, eigentlich brauchen wir gar keine KI, wir können Telepathie, wenn wir die Gesetze nutzen, brauchen wir auch diese ganzen Roboter nicht, die uns Autos bauen. Na gut, ich lasse dich mal wieder deine Stirn Viel, runzeln zum viel, viel, Ausdruck viel, viel bringen. auf einmal. Also die KI sehe ich so, das ist eine absolute Konzentration dieser eingekastelten 3D-Welt. Damit versuchen sie jetzt noch, das wirklich durchzustoßen, ne? Weil im Grunde genommen sind sie machtlos, weil das hier ist eine sehr machtlose Partie. Hier liegt die Macht, ne? In der Schöpfungsmacht, die göttliche Schöpfungsmacht liegt hier. Und das wissen die. Das heißt also, nein, sie können uns nicht umbringen. Wenn sie was umbringen können, können sie nur dieses ganz kleine 3D-Matrixfeld können sie umbringen. Aber ehrlich gesagt, das ist mir wurscht. Weißt du, ob ich jetzt als Humus hier irgendwie oder nicht, ja, mein Gott, aber mein eigentliches Sein ist hier hinten und das ist mein Sein, das können sie nicht, die Seele können sie nicht umbringen und mein Bewusstsein können sie auch nicht umbringen. Die sind da sehr machtlos. Aber was ich sehr spannend finde, ist, hast du das, du hast irgendwie, ich muss da nicht mal zurückgehen, weil du hast jetzt sehr lange und dazwischen war. Warte mal, da hattest du das mit dem Moment, ich hatte dich im Vortex gesehen, von dem, wie du erzählt hast. Hier ist das Manchmal. Nehmen wir mal an, das bist du im Supermarkt oder sonst wo oder wir, die Menschen, also oder jeder Einzelne. Sie gehen ja nicht kollektiv so durch, sondern jeder Einzelne. Und dann gehen wir immer mehr in die Verwicklung, immer mehr in die Verwicklung, immer mehr in die Verwicklung, immer mehr in die Konzentration der Materie, ne? Bis wir hier am dichtesten Punkt sind, ne? Und dann kann nur der Vortex in die andere Richtung und wieder in den Ausdehnungsprozess. Das heißt also auch über die totale Materialisierung, was wir ja jetzt erleben, das geht ja nicht mehr dichter, ne? Kommen wir letztendlich auch dahin. Und die KI will hier quasi eine Abzweigung machen, statt dass du jetzt noch, wie noch, also durch den Vortex gepresst oder durch den Geburtskanal oder wie du das jetzt immer, ob das jetzt Gaia, die durch den Geburtskanal oder wir Menschen. Und sie wollen hier quasi, da haben sie das mit dem Kaiserschnitt schon vorbereitet, wir holen dich raus, so völlig ohne Schmerzen. Ja gut, aber das ist tatsächlich, wie du gerade, also das ist Thanatos, das ist dann Todes, da bist du des Todes, da bist du raus aus diesem Prozess. Und weißt du, was ich so spannend finde? Das Leben, für mich ist eine Gesetzmäßigkeit, weswegen ich auch so entspannt bin, weil ich weiß, ich bin aufgehoben, eine Gesetzmäßigkeit, die ich für mich erkannt habe, ist, dass ich sage, das Leben hat immer recht. Und natürlich sagen dann viele, ja, das kann ja nicht sein, mir ist auch viel passiert, mir ist verdammt viel passiert. Nur
Das Leben hatte schon immer recht, weil ich habe es mir eingebildet. Ich habe es mir unbedingt, ich wollte unbedingt da durch. Ja, oh mein Gott, dann habe ich es halt bekommen, verstehst? So mit dem Kopf durch die Wand, ne? Als ich noch meinen eigenen Willen durchsetzen wollte und manifestieren und so weiter. Ja, ja mein Gott, und dann bin ich immer irgendwie da gelandet, wo eigentlich mein höheres Selbst mich vielleicht nicht unbedingt hätte hingeführt, aber meine Persönlichkeit hat in der 3D-Matrix hat mich halt dahin hindurchgeführt. Und dass das Leben immer recht hat, weißt du, woran ich das erkenne, dass ich ganz früh, mit 18 habe ich mich mit Wilhelm Reich beschäftigt. Daraufhin habe ich Psychologie studiert, weil mich das so fasziniert hat. Dann war ich Schauspielerin. Und was glaubst du, ich war Synchronsprecherin und ich habe einen Film von Viktor Schauberger damals, synchronisiert, weil, also eingesprochen. Und dann war ich Journalistin. Und dann wurde ich irgendwie hier aufs Land geschickt für irgendeinen Brunnenbauer, keine Ahnung, irgendwie, und das war ein gigantischer Brunnenbauer, und der hat mit dem Herz, der hat die Brunnen so gebaut, dass sie mit der Herzströmung einhergehen. Von daher weiß ich, dass dieser Moment ist, wo das Ganze stillsteht. Die Herzkammer, da wird es in die eine Richtung gepumpt und dann steht es kurz still. Wie ausatmen oder wie die Pause zwischen einatmen und ausatmen, bevor es wieder weiterfließt. Und das habe ich so, weißt du, wenn du das mal erlebt hast als Brunnen, dann ist dir das, und das hat mich damals fasziniert. Das heißt, ich wurde schon vorbereitet, oder, ne? Also dann die Dimensionen, hier in Österreich, habe ich über Linz, über die Klangwelten und so weiter, habe ich dann mit den ganzen Physikern geredet. Also ich wurde vorbereitet. Es gab in meinem Leben immer wieder Begegnungen und erst jetzt verstehe ich wirklich, was da eigentlich passiert ist, ne? Was wohin es mich hinführen wollte. Und du hattest irgendwas, ich habe, glaube ich, das aus einem Video von dir, diese Begriff bilderschaffende Gedankenprozesse. Bilderschaffen, kannst du mich, lustig, gell? Ich glaube, du verwechselst Bilderschaffende es nicht, aber ist Gedankenprozesse. egal. Rede über bilderschaffende Gedankenprozesse. Ja, weil Das ich meine, nichts anderes ist, als wenn ich schönes immer Wort. kritzel, weißt du, den Ja. ganzen Tag geht es dahin, ob ich jetzt irgendwie im Garten arbeite oder abwasche oder putze oder sonst was, es sind immer bilderschaffende Gedankenprozesse. Und dann wird mir klar, ah, und was ist ja das, was du beschreibst? Du gehst durch den Supermarkt und gleichzeitig beobachtest du dich, wie du durch den Supermarkt gehst und sagst, na, ist das lustig, na, ist das, ha, was machst du denn jetzt wieder? Ich habe aber immer den gütigen Blick, gell? Ich liebe meine Kleine und ich lache aber auch oft über meine. Ich finde es unglaublich lustig. Also wenn die Turner durch den Supermarkt geht, dann kann ich manchmal richtig lachen. Oder überhaupt, ich kann überhaupt über mich lachen, weil das einfach lustig ist, weil ich wirklich nicht mehr normal bin in, in dem, was ich tue. Wer von uns ist schon Wenn normal? Ich habe ich das zur auch Verkäuferin gesehen. sage, Sie haben aber ein schönes Kleid an und ich sage nichts, was ich nicht meine. Nur, weißt du, ich bin einfach nicht normal irgendwie. Ich gehe durch, kann auf der Straße jemand, wow, das Kleid gefällt mir oder irgend sowas, weißt du? Einfach eine völlig verrückte Kontaktaufnahme, wo meine Kinder sich früher geniert haben, aber heute finden sie es auch lustig. Aber sich selbst dabei immer irgendwie zu sehen, ne? Und dann bist du ja nicht derjenige, ne? Sondern das ist nur der Avatar, der da unten geht, gell? Ist Ja, ein und bisschen. was du gesagt hast über die einzig, dass sozusagen auch wenn du an der größten Verdichtung angekommen bist in die Materialisierung und nur noch Materialisierung und Klumpen Fleisch, dass dann irgendwann zwangsläufig die Ausweitung wieder kommt, wegen Gewirbel und Gegenwirbel. Das ist etwas, was mich jetzt gerade in den letzten 3 Jahren auch sehr getröstet hat, weil wir ja alle, glaube ich, da einen intensiven Crashkurs gemacht haben. Jedenfalls war es bei mir und bei ganz vielen Leuten, die ich kenne. So im Anfang wollten wir alle unbedingt die anderen alle retten und informieren und Leute, macht das nicht und dit. Und haben dann mit großem Entsetzen und Schmerz, wirklich Schmerz, festgestellt, die hören uns gar nicht und die sind in einer anderen Schwingungsebene und die nehmen ganz andere, einen Ausschnitt an Informationen wahr und bewerten das ganz anders. Und dann nachdem, das war ja wirklich ein kollektives großes Leid. Die Leute, die den anderen Weg gegangen sind, haben umgekehrt gedacht, oh Gott, und die hat ja jetzt völlig und ne? Aber, und dann inzwischen bin ich eben an einem Punkt, wo ich auch immer mehr es sehen kann. Es tut trotzdem zwischendurch noch weh, aber das ist mehr so auf der Säugetierebene, ne? Wo man eben mit jemandem eine Nähe haben möchte, die nicht mehr geht irgendwie. Aber wo ich so merke, die sind eben da, wo das jetzt für sie wichtig ist, aus irgendeinem Grund. Und wer bin ich jetzt zu sagen, sie sollen aber da sein, wo ich bin? Ich bin ich und sie sind sie und sie dürfen, auch gerade meine Kinder dürfen auch ihre ganz eigenen Wege gehen. Und sie sind ja nicht meine Klone, ne? Und das ist auch gut so. Und das ist etwas, was es für mich
sehr viel erträglicher macht, jetzt zuzugucken, wie eben ein Großteil von Wesen, die hier auf dem Planeten rumlaufen, sich mehr oder weniger freiwillig, im Grunde gibt es ja da nur eine Freiwilligkeit, auf diese Verdichtung einlassen und diesen Weg mitgehen, weil am Ende der Welten gibt es gar keinen anderen Weg als wieder da raus. Und das finde ich total entspannt und gelassen. Und deswegen muss ich nicht im Supermarkt die Leute irgendwie rütteln und im Fußgängerzentrum Zettelchen verteilen oder so, sondern ich äußere mich, ich zeige mich und diejenigen, die mit dem, was ich zu sagen habe, in Resonanz sind, die machen damit das, was bei ihnen damit passiert. Und das ist jenseits meiner Kontrolle. Und das finde ich, macht die Sache, nimmt der Sache diesen furchtbaren Stachel von, oh Gott, und was machen sie? Es ist natürlich auf der, ja, ich sage immer, auf der Säugetierebene, ist es schmerzlich, wenn man, ich habe ja mal den Thomas Mayer interviewt, das ist so ein Bewusstseinsforscher über die nachtodlichen Auswirkungen bestimmter medizinischer Maßnahmen. Und das war schon erschreckend, was er gesagt hat. Aber auf der anderen Seite war es auch klar, jeder hat die Möglichkeit, damit umzugehen. Und für diejenigen, die sich dafür entscheiden, gehört es eben zum Weg dazu. Insofern gibt es ja weder Irrwege noch Umwege. Es gibt nur meinen Weg. Und wenn ich das jetzt gehen muss und stelle hinterher fest, ach, das wäre ja auch viel schneller so gegangen. Ja, für mich nicht, ne? Absolut richtig. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das damals rauf und runter geteilt, aber auch andere, zum Beispiel die Ingrid Raselenberg, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ich ja sehr, sehr schätze, die hat das auch geteilt. Viele haben es geteilt. Da gab es von Matthias Forster einen ganz kleinen Videoclip, wo er darüber gesprochen hat, wie die Raupe mit den Imagozellen und so weiter zum Schmetterling wird, wie die entpuppt. Ja, und dass praktisch keine Zelle der Raupe übrig bleibt, nur so, weil das ist ein unglaublicher, auch eines meiner Lieblingsbilder, ja. Genau, und dass du nämlich nicht, wenn du von außen, also wir wissen es vom Küken, das Küken muss so groß werden, dass es selber mit dem Schnabel das aufbecken kann, sonst kann es nicht überleben. Und wir wissen es von den Raupen, denen kann nicht geholfen werden, dann sterben sie ab. Und ich nehme an, dass das auch auf den Menschen zutrifft, dass der Mensch, also der Mensch, dass der Embryo auch so groß werden muss, dass er sich quasi durch diesen Druck, den es auslöst, dann selbst das auslöst, die Wehen, um sich zu entbinden. Also sprich, dass das von uns, von innen heraus passieren muss. Das heißt also, wenn ich hier den Wahn habe, ich muss alle anderen retten, ja, damit bringe ich sie quasi um. Also man kann das dann auch verhindern, dass die jemals rauskommen, wenn du ewig draußen zehrst. Also ich habe viele in der Beratung und so, ne, die immer irgendwie ja mit ihren Kindern hadern oder mit ihrem Ehemann. Ich sage, je mehr du da haderst und Druck machst, umso weniger spürt er den Druck drinnen, ne, logischerweise. Das führt dazu, das ist auch wie mit dem Müssen. Ne? Du musst jetzt da rauskommen, du musst, ja, dann wird immer mehr sich dem entzogen und in die Verweigerung gegangen und dann passiert es nicht. Und wie du ganz richtig sagst, das können wir nicht von außen. Und ich bin da vollkommen gelassen, ich bin da vollkommen gelassen, weil ich weiß, dass alles so, wie es ist, richtig ist, auch wenn es sich nicht so anfühlt, das sage ich immer dazu, weil du redest vom Säugetier, ja, der findet natürlich, oder der Emotionalkörper oder auch der Mentalkörper. Der Mentalkörper ist überhaupt ganz schlimm, weil der ja permanent irgendwie ganz schmallippig sagt, nein, das dürft ihr nicht, nein, so geht das nicht. Weil der ist ja furchtbar mit diesem Pseudo-Erwachsenen, neunmal gescheiter. Aber ich wollte, weißt du, worauf ich am Schluss gerne nochmal eingehen würde, weil ich finde, das ist eine ganz wichtige Geschichte, wenn wir schon beim freien Willen sind und beim Manifestieren, ne? Woher manifestieren wir? Woher kommt das? Walter Russell spricht von der Ladung, das fand ich sehr, 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 sehr von Charge, ne? Er spricht von Charge. Also sprich, dass, wenn ich das jetzt so wie ich es begreife, dass in diesem Schöpfungspool, in diesem Universum, natürlich auch in unserem Hirn, ne? Also das kann man ja auch als Kopf in uns nennen, dass da irgendwo eine Ladung gezündet wird, ne? Ein Charge, ne? Etwas wird, also aus dem Potenzial, aus dem stillen Meer, wird etwas aktiviert und das findet dann seinen Weg über unser Bewusstsein zu unserem Herzen, also es findet seinen Weg in die Materialisierung. Das ist das, was ich mit passiv-aktiv meine. Es kommt, während ich passiv bin, während ich einfach nur bereit, weiblich bereit,
zum Empfangen, kommt der göttliche Geist über mich wie der 14. Juli, und du kommst so über mich wie der 14. Juli über Paris, wie André Heller das nennt. Also dann kommt das so über mich und dann merke ich, oh, und jetzt will ich was draus machen, da kommt jetzt der Wille, von dem du vorher gesprochen hast, dann will ich gestalten, dann will ich beeinflussen, dann will ich eine Sendung machen, dann will ich hinausgreifen in die Welt und es materialisieren. Und so passieren unglaublich viele göttliche Schöpfungsmomente, Schöpfungskreationen. Sie stammen aber letztendlich aus dem göttlichen Pool und sie stammen von einer anderen Ebene. Sie sind nicht aus meinem kleinen Erbsenhirn gezeugt. Ganz genau. Und was man nämlich nicht vergessen darf, aber das wäre jetzt noch eine andere Ebene, bei dem ewigen Manifestieren, das wäre aber eigentlich ein anderes Thema, aber vielleicht können wir da auch noch kurz, weil von wegen dem Gesetz der Resonanz, wenn immer alle sagen, ja, das, was dir im Außen begegnet, das ist in dir. Und da sage ich, da sind dazwischen noch ganz, ganz viel, ich habe das vorletzte Blick, habe ich über Kommunikation gemacht, wie das immer gekapert wird, kaum sprichst, das hast du vorher auch erwähnt, kaum spricht man etwas aus oder setzt ein Bild in die Welt, nimmt es jemand anderer, dann kannst du drauf wetten und sagst, ja, genau, das finde ich auch. Und dann macht das eins draus und dann kriegst du es wieder präsentiert, dreimal vorgekaut und erkennst es nicht mehr wieder und dir kommt das Kotzen. Weil wir hier so viele egregoriale Strukturen haben. Jeder mischt seins drunter oder andere, ne, die Werbung, die Filme, was auch immer. Hier haben wir ganz viel egregoriale Einflüsse. Das heißt also zu sagen, die Welt da draußen ist nur, unter Anführungszeichen, eindimensional, was wir nach draußen geben, kriegen wir wieder präsentiert. Also erstens einmal kommen aus uns heraus Schöpfungen, die da draußen gar nicht wiedergespiegelt werden, weil die von unserem Sehzentrum gar nicht erkannt werden, weil das eben göttlich ist und das hat das nicht auf dem Schirm. Das war jetzt sehr viel. Habe ich dir jetzt zu viel einfach hingehauen oder kannst du aus dem Gewirr irgendwas für dich machen? Ich habe das Gefühl, dass ich dir schon folgen konnte und dass ich dir auch insofern zustimme, dass diese Schöpfungen eben kommen und dass wir, wenn wir versuchen, von diesem vorderen Teil da, von deiner Zeichnung, irgendwie so, ich nenne das immer Lokomotiven anzuschieben, anstatt auf diese Inspiration zu vertrauen und auf diesen Wind zu segeln, dass wir eben dann alles Mögliche also in Gang setzen, was aber eigentlich so gar nicht ist. Und dass dieses Spiegeluniversum, wo wir im Grunde nur das erleben, womit wir selber in Resonanz sind, nicht bedeutet, eins zu eins, das ist sozusagen schon natürlich ein komplexes Spiegeluniversum. Also es gibt doch diese Spiegelkabinette. Ja, genau. Damit habe ich es auch immer verglichen. Und dann sieht man so aus, mal sieht man so aus und so weiter. Das Entscheidende ist nur, dass man bereit ist zu gucken, ja, letzten Endes sind es Reflexionen und natürlich mischt sich da was anderes rein. Aber das, was bei mir ankommt, denn entscheidend ist ja das, was mich triggert. Es gibt ja ganz viele Dinge, die begegnen mir und es ist ein durchlaufender Posten, macht nichts mit mir. Und dann gibt es bestimmte Sachen, da sagt jemand was zu mir und auf einmal hat es ganz viel mit mir gemacht und ich denke da tagelang drüber nach und ärgere mich oder irgendwie sowas. Und dann hat es ja mit mir zu tun. Und das ist sozusagen diese Bereitschaft zu wissen, wenn es was mit mir macht, wenn es mich bewegt, habe ich etwas damit zu tun. Was genau? Das kann ja unterschiedlich sein. Also das Modewort vom Trigger kann ja bedeuten, es regt mich tierisch auf, was der macht, weil das würde ich mir nie erlauben, ja? Weil ich mir selber etwas nicht erlaube und der erlaubt sich das und dann regt mich das auf. Oder es regt mich auf, weil ich selber so mache, aber es gefällt mir eigentlich auch bei mir nicht. Oder es regt mich auf, weil früher das jemand mit mir gemacht hat und ich konnte mich nicht wehren. Also da gibt es ja ganz viele Spiegelungen. Das kann man ja nicht so ganz linear sehen, ne? Ja, ich meine, den Spiegel zu unterscheiden, was ist nur der Staub auf dem Spiegel, wo ist er verdreckt? Und da wären wir wieder bei der Linse, weil ich meine, im Grunde genommen, also ich bin ja allergisch gegen das Wort Trigger. Weil, das ist gut getriggert, wa? Nein, Scherz. Also das Wort Trigger bezieht sich ja, also hier hast du ja die Linse, ne? Hier hast du die Linse, ne? Die Linse, also die äußere Linse und dann hast du hier das Sehzentrum. Und im Grunde genommen reden wir immer nur von diesen Ebenen. Also auch du hast jetzt nur auf dieser Ebene gesprochen, ne? Von wegen, da kommt was rein und es entweder der Mentalkörper oder der Emotionalkörper wird aktiviert und sofort mobilisieren wir irgendwie die Firewall und dann gibt's gleich irgendwie, dann wird zurückgeschossen oder wie auch immer reagiert. Aber wenn du aus diesem Blick hier hinten blickst, oder ich sage es anders, liebe Dagmar, indem wir, ich nenne es jetzt mal, ich nehme es als gegeben hin, indem wir von hier hinten blicken, denn das ist unser eigentlicher Blick, weil es ist ja unser eigentliches Sein, und dieser Blick ist gütig.
Der ist unendlich gütig. Er ist gelassen, er ist gütig und er ist unendlich liebend, wie eine wahnwitzig in sich ruhende Mutter, die ihr Kind liebt. Und von diesem Blick aus siehst du, du beobachtest, wenn überhaupt noch was aktiviert wird. Also bei mir, ehrlich gesagt, da wird nichts mehr aktiviert. Mich kann vom Ofenloch nichts mehr hervorholen. Aber selbst wenn, du blickst von hier hinten und siehst deine Kleine und siehst deinen Pubertierenden, siehst, wie sie sich aufregen und siehst, wie sie irgendwie, keine Ahnung, ich nenne es halt immer rumwichsen, Entschuldigung, weil das ist das Bild, weil es so absurd, weil es so lächerlich ist. Verstehst du? Ich weiß, ich werde dafür immer kritisiert, aber es ist für mich ein passendes Bild. Weil es ist so, wie die Hühner, weißt du, so. So, ne, hier vorne passiert dann alles Mögliche. Solange du hier hinten bist, kannst du es beobachten, was da im Hühnerstall passiert. Wie der Fuchs irgendwie das Huhn irgendwie jagt und wie das Huhn gackernd davonrennt oder was auch immer hier passiert. Oder woran du dich erinnerst. Letztendlich ist es alles nur Kopfkino, weil es ist ja nicht jetzt, ne? Und das heißt also, wenn überhaupt, dann kann ich es beobachten. Aber ganz ehrlich, das ist eine Sache zwischen meinem Sein und denen hier. Weil die Kinder sind in meiner Verantwortung, die sind in meinem Königreich, die sind in meiner Landschaft. Das heißt, da kommt keiner von außen und kommt mit seinen blöden esoterischen Sprüchen daher und sagt mir, was hat das mit dir zu tun, musst du Schattenarbeit machen hast. Wenn du vergewaltigt wirst, was hat das mit dir zu tun oder was auch immer. Weißt, das habe ich ausgeblendet, weil ich keine egregorialen Strukturen in meine Landschaft reinlasse, weil ich hinter meinen Kleinen stehe. Weil die sind nur deswegen so groß geworden, weil sie wissen, die große Mutter ist immer hinter ihnen und fällt ihnen nie in den Rücken. Und wenn hier jemand kommt und denen irgendwie so à la Mobbing, so wie das früher in der Schule war, ich wurde immens gemobbt in der Schule. Das heißt, ich weiß, wovon die Rede ist, wenn die immer alle, niemand ist so grausam wie Kinder, gell? Das ist also zu sagen, die Kinder sind alle göttlich. Also die meisten Kinder, die hier draußen rumlaufen, sind eher wie bei Herr der Fliegen, wenn du den Film kennst oder das Buch, sind unendlich grausam. Und das erlebst du in der alternativen Community genauso, ne? Diese unglaublichen, die permanent hier reinhauen. Und was machen sie? Hier wirst du Widerstand erleben. Die werden in den Widerstand gehen. Und deswegen eliminiere ich die alle da draußen und sage, das ist meine Privatangelegenheit. Geht euch einen Scheiß an. Außer ich würde was machen, was den anderen betrifft. Natürlich, dann muss man das ausreden. Das ist schon klar. Wenn ich etwas mache, was in das Feld des anderen eingreift, dann gilt es hier, ich sage immer, der Kontakt findet an der Grenze statt, dann gilt es hier, sich auseinanderzusetzen. Aber in den meisten Fällen hast du, dass man dir was reinwürgen will. Und das immer im Namen der Liebe. Ich meine es ja nur gut mit dir. Ich mache mir ja nur Sorgen. Ich will dir ja nur weiterhelfen. Darf ich dir einen Ratschlag geben? Danke, nein. In meinem Universum gibt es das nicht, weil das machen, das ist eine private, eine intime Angelegenheit zwischen meiner großen Mutter, zwischen meinem Sein und den kleinen Kindern in meinem Königreich, die meiner Verantwortung unterstehen, die mir unterstehen, für die nur ich zuständig bin. Ich weiß, dass ich radikal und rigoros bin, aber ich fahre damit extrem gut, weil ich bin immer in meiner Mitte, mich holt nichts raus. Ja, du hast gesagt, ich habe nur über diesen kleinen Teil geredet. Ich meinte das mit der Resonanz schon umfassender, denn auch wenn ich eine Inspiration aus den Weiten des Kosmos kriege, kommt die ja nur bei mir, wird die ja nur bei mir fruchtbar, wenn ich damit in Resonanz bin. Und ich glaube sogar, dass diese Arbeit, die ich tue und die du tust, und die viele, viele andere tun, dass die genau daher kommt, dass wir eigentlich etwas mitbringen, was nichts mit dem hier zu tun hat und was aber eine Sehnsucht in uns hat. So, weißt du, so wie Schafe, die schon seit Jahrhunderten immer nur in so einem Stall eingesperrt sind und trotzdem immer wieder gibt es dann Lämmer, die sagen, ich weiß nicht, ich träume immer von grünen, weiten Flächen. Irgendwie, das kann es doch nicht sein, so wie das hier ist, ne? Und ich glaube, das ist, oder ich habe für mich das Gefühl, das ist meine größte Kraft und mein Antrieb, dieses starke Gefühl, das, was hier uns als Realität präsentiert ist, klar, die Bäume sind immer noch ein bisschen so ähnlich, wie es mal ursprünglich war und so weiter, die Tiere, da fängt es schon an, das Lamm liegt nicht mehr beim Löwen und so weiter, aber diese ganzen, was weiß ich, Getränkemärkte, Aldi-Läden, diese ganze Hässlichkeit, ja. Dass ich so ein tiefes Gefühl in mir habe, das ist doch nicht die Wahrheit, das kann es doch nicht sein. Es gibt doch eigentlich etwas anderes und ich will dieses andere. Und das ist ja nichts, das habe ich ja sozusagen aus dem anderen Teil von mir. Und diese Verbindung, das ist das, was mir hier hilft, zu sortieren. Ja, ne, meine Büsche hier draußen, wunderschön. Und was weiß ich, die Sicherungskästen an den Straßenecken, hässlich. Ne?
Also, ich habe es nicht so vordergründig gemeint, wie du es jetzt Nein, andeutest, Entschuldigung, das aber war von mir was du schlecht gesagt formuliert. hast, davon unabhängig, dem kann ich dann wiederum zustimmen. Und das ist ja, wir hauen uns ja jetzt auch hier wir versuchen ja eine Verständigung zu finden und merken ja auch immer wieder, dass wir die Worte ganz unterschiedlich benutzen, dass wir unterschiedliche Erfahrungen haben, dass jeder von uns hat ja bestimmte Säcke hinter den Worten. Und wenn ich Baum sage, habe ich andere Bilder, als wenn du Baum sagst, einfach weil du andere Bäume in deinem Leben gesehen hast als ich. Und ich finde das spannend und nicht schlimm, aber es ist eben ein ständiges Brückenbauen, ne? Ja, und es ist ein Aus, du hast das Wort aussortieren auch. Und ich mag ja sehr gerne das Bild von der Aschenputtel, wenn es um das Aus, das ist Jungfrau-Prinzip, das Aussortieren, die Guten ins Kröpfchen, die Schlechten, nee, umgekehrt, die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen. Also aussortieren. Und ich habe vorher nicht, also ich wollte dich nicht darauf reduzieren, um Gottes Willen, weil ich weiß ganz genau, dass du da nicht bist, sondern die Beispiele, die du jetzt benannt hattest, waren einfach eher wie aus diesem Sack. Wenn du sagst, na, das, was nicht Das schön war ja auch ist. wichtig, so konnte ich das jetzt noch Genau, wir ändern. differenzieren, weil das, was du jetzt beschreibst, der Sicherungskasten und was weiß ich, und der Beton, ich habe meine ganze Sendung über Beton gemacht, über Zement einbetonieren, das ist alles hier in diesem Sack. Ob wir es als Sack bezeichnen oder als einzementierter, ist wurscht, ein Damm irgendwie. Auf jeden Fall, es ist ein kleines Gefängnis. Wohingegen, ne, die Bäume und Dinge, das ist ja alles woanders. Und das, woraus du beschreibst, dass du schöpfst, das ist ja hier. Und da wird dir keiner wird dir sagen, irgendwie, du bist unheil, du musst geheilt werden, du musst dein Trauma bearbeiten, da musst du gar nichts, du bist heil. Und das ist das, was mir so wichtig ist, weil gerade diese Therapeutenlandschaft, weißt du, mit dem ewigen, ja, Schattenarbeit-Ding und erlösen und ja, integrieren, ja, natürlich, integrieren. Aber das ist eine intime Angelegenheit. Also ich persönlich mag keinen Therapeuten haben, der mir irgendwie erzählt, wo es lang geht, weil das brauche ich auch nicht. Weil wenn etwas ist, was bei mir im Unklaren ist, dann regel ich das in meinem Universum und habe nicht gerne, wenn wer von außen reingreift. Das ist einfach da. Und das ist aber so gang und gäbe, weißt du, auch gerade in dieser sogenannten, also in der alternativen Community, da gibt es ja anscheinend nur noch irgendwie Traumatisierte, die irgendwie heil werden müssen, an denen man rumdoktern muss, damit die überhaupt irgendwie, und das ist alles nur auf dieser Ebene, das ist nur auf der vorgelagerten Ebene, weil hier hinten sind wir alle heil. Das ist alles nur, das ist Chimäre, das ist Maya, das ist, ja, wir können der Illusion erliegen. Klar, haben wir alle irgendwas erlebt. Aber wie du das so ganz richtig von den Schafen auch erzählt hast, ne, das ist ja wie mit den Fischen. Also so ähnlich wie das mit dem Angebundenen, was du vorher erzählt hast, gibt es auch mit den Fischen, dass du sie auf ein ganz kleines Territorium beschränkst und dann sind sie nur noch hier unterwegs. Ne? Also ja, und das ist die Illusion. Und das ist aber etwas, womit wir uns nicht identifizieren sollten, weil das sind nicht wir, weil wir sind hier. Ne? Ja, Und aber womit da. wir die ganze Zeit lernen, uns zu identifizieren. Und die Arbeit besteht ja darin zu merken, wie du richtig sagst, nicht ich muss heil werden, sondern ich bin schon ein riesiges, kosmisches, ewiges, heiler geht's nicht Wesen. Und klar, hier in meinem Körper also ich stelle mir das so vor, wie eine Gruppe von Leuten, die durch den wüstesten Urwald fährt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und die Jeeps sehen schon aus und die Rückscheibe geht nicht mehr runter oder hoch und das ist abgebrochen und so weiter. Das macht aber nichts. Man muss nur wissen, was man für Macken hat. Und wissen, da muss ich dann nochmal treten und so. Man kann trotzdem sein Ziel erreichen, dass es Menschen gibt, die sehr stark traumatisiert worden sind. Und ich halte das auch diese Auswüchse, die du jetzt beschreibst, dass man jetzt nur noch so als Opfer in der Ecke hängt und jeder sich nur noch als traumatisiert definiert, ist ein Extrem. Das sehe ich auch, dass das dann auch wiederum aus der Selbstverantwortung rausführt. Aber andererseits, wenn ich sehe, ich habe da Macken und Verhaltensmuster und muss immer arbeiten oder habe Angst vor Männern oder irgendwie sowas, und gucke mir dann an, wo kommt denn das her? Und was ist denn da der kleine Strick, mit dem der Babyelefant festgebunden war? Und jetzt kann ich ihn noch bitteschön mal lösen. Das finde ich eine lohnende Arbeit. Und natürlich, man muss es selbst tun, ne? Ja, aber du beschreibst es ja selber. Ich denke, die wesentliche Frage ist die Identifikation. Zu wem sagen wir ich? Weil nein, ich habe keine Macken. Niemand, der ich sagt, kann von sich sagen, ich bin unheil, ich bin traumatisiert, ich habe Macken. Das ist, du bist hier. Also jeder ist hier, ne? Und hier sind wir ganz und heil. Das Und ist ja auch hier ist ich.
Und Ja, nicht genau, ich. Genau, oder ich bin nicht. heil. Und hier ist der angebundene Babyelefant, hier ist das traumatisierte Kleine, hier ist der Jeep, weil auch der Jeep ist nur das Transportmittel, er ist Ganz nicht ich. genau, ja. Der Jeep ist, wenn die Fenster alle irgendwie dreckig sind und kaputt und sonst was, das ist alles hier vorgelagert. Absolut. Wir hinten, wir, der wir sind, die, die wir sind heil. Und nur wir können hier das so mit Licht und Liebe erfüllen, durchströmen, dass das heil wird. Das ist die Aufgabe. Und darüber ging, weißt du, in den ersten 4 oder 5 Jahren, glaube ich, war meine Arbeit nur die Arbeit am inneren Kind, die große Mutter, die liebevoll das innere Kind zum Wachsen bringt und zur Heilung führt oder sie daran erinnert, dass sie heil ist. Und darüber gibt es auf Okitok zum Beispiel, das waren damals 6 Stunden oder so, also ich enorm viel Material, Arbeit mit dem Emotionalkörper. Nur irgendwann einmal bin ich da durch und dann widme ich mich mehr den 97% und weniger diesen 3%, weil sind wir ganz ehrlich, die Traumatisierten und so, die sind alle hier in diesen 3%. Das, wovon du gesprochen hast, ne, das Primitive und das Limbische und so, das ist alles hier, das ist alles nicht in diesem 97%. Alles Teil des Jeeps, na klar. Genau, das Aber, schiebt, und genau. deswegen, und viele von uns, und das ist die Falle in meinen Augen, dass wir denken, ich muss den jetzt wieder kriegen wie neu, ja? Nein, Genau. ich muss nur wissen, ne, ich muss natürlich da, wo er mich am Weitergehen hindert, weil der Motor immer abwirkt oder so, klar, ne, da kann ich was tun. Aber so dieses, ach ja, ich bin so traumatisiert und ich habe die und die Macke. Nein, ich habe keine Macke, sondern das hat mir geholfen zu überleben. Und jetzt kann ich gucken, ob ich es noch brauche. So, ne? Und das finde ich dann schon gut. Und ich gebe dir völlig recht, in dem Moment, wo wir wissen, wir sind viel mehr als nur das Pixelmännchen, können wir uns entspannen. Entspannen, liebe Dagmar, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich jetzt genau bei 1,5 Stunden und ich finde, wir sind in der Entspannung gelandet und da, dazwischen wurde es ganz schön, ja, mit dem Jeep, das ist ja ein schönes Bild, also da wird es richtig rumpelig. Und da können wir noch eins weitergehen, die Ingrid Raselenberg, die immer sagt, wir sind dabei, uns daraus zu entbinden und was soll man da noch ein Stück Fruchtwasser oder Nabelschnur mitnehmen? Also so nach dem Motto, diese einbetonierte kleine Fruchtblasenwelt, die löst sich auf, das ist die Plazenta, da gehen wir raus. Die brauchen wir jetzt nicht noch irgendwie ordentlich mit neuem Klima und neuer Belüftung und neuem Sauerstoff oder sonst irgendwas. Und das ist auch ein Bild, das ich noch mit dem können einige vielleicht schwanger gehen, weil da jetzt noch sich dran festhalten, ne, wie an der Plazenta, das ist einfach absurd. Ne? Ich denke, es ist alles gut und wir können entspannt sein. Das war ja jetzt auch dein Schlusssatz. Möchtest du noch einen anderen Schlusssatz hier in den Äther hineingeben oder? Ist doch gut, Entspannung. Du hast am Genau. Anfang dich gefragt, warum du so viel von spannend redest, Ja. und auch das ist ja Wirbel und Gegenwirbel. Spannung, Genau. Spannung, Entspannung. Entspannung. Genau, ja. Genau. Liebe Dagmar, es hat mich sehr gefreut. Es würde mich noch mehr freuen, wenn wir das mal wiederholen könnten, weil ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie da was angestochen. Und jetzt, bups, jetzt flutscht das alles durch den Äther, aber wir könnten da noch endlos weiterreden. Vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, aber jetzt freue ich mich erstmal, dass das stattgefunden hat und auch wie Genau. es stattgefunden hat. Wobei, ehrlich gesagt, das war mir vorher schon klar, dass das nicht gerade irgendwie jetzt eine langweilige Nummer wird mit dir. Ja, schauen wir mal, was die anderen dazu sagen. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Es ist die Hälfte des Tages rum. Und bei mir scheint jetzt die Sonne nach dem Gewitter. Zuerst hat es nämlich geblitzt und Genau. gedonnert. Ich hoffe, man hat es nicht sehr gehört. Ja. Wow, hat sich hier alles entladen. Tschüss und vielen Dank, Katharine. Danke, tschüss, Dagmar, tschüss. Aufzeichnung? Du machst ja super.